Darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen? Also mein Name ist Florian Deißenrieder. Ich bin hier im KV München der Vorsitzende der Piratenpartei. Und ich freue mich heute sehr, zwei illustre Gäste zu begrüßen, die einen ganz weiten Weg genommen haben. Einmal Anke Duschertberg auf Platz 2 in Brandenburg und Daniel Duschertberg, den man vielleicht kennt als Mitarbeiter von WikiLeaks oder als ehemaliger oder als Gesicht auf unserem Datenschutzflyer. Wie gesagt, also ich finde gut getroffen. Also das ist, und wie gesagt, ich freue mich riesig, dass Sie den weiten Weg von Brandenburg bis hierher genommen haben heute, um uns heute was zu erzählen, weil Sie sicherlich in unserer Partei zu den absoluten Experten gehören, was das Thema Netzpolitik, was das Thema Datenschutz angeht. Und ich denke, das Thema ist ja unheimlich aktuell und ich hoffe, dass es auch nach der Wahl die anderen Parteien nicht vergessen werden. Und möchte jetzt gar nicht euch langweilen mit einer großen Rede, sondern gebe einfach das Wort an die beiden. Und einen Applaus, dass ihr den Film weitergeben. Also ich hoffe, man hört uns genug. Wenn wir irgendwann zu leise reden, dann müssten vielleicht die in der hinteren Reihe uns irgendwelche Zeichen geben. Ich freue mich sehr und wir beide freuen uns über diese Einladung. Wir haben Wahlkampf natürlich überall, auch in Brandenburg. Aber wir wissen, dass die Landtagswahl in Bayern natürlich auch für die Bundestagswahl von Bedeutung ist. Und deswegen sind wir doppelt gerne hergekommen, weil wir glauben, dass das ein besonders wichtiges Wahlkampfthema ist, auch wenn aus nachvollziehbaren Gründen die Bundespolitik dieses Thema tunlichst vermeidet im Wahlkampf. Alle haben ja da letztlich ihre Finger drin gehabt von den großen Parteien, die in den letzten 10 Jahren an der Regierung waren. Deswegen verstehe ich das völlig, dass die das beenden wollen und nicht drüber reden. Wir sehen das anders, deshalb sind wir auch heute Abend hier. Aber die Veranstaltung heißt ja Gläserner Staat oder Gläserner Bürger. Das heißt, wir haben hier zwei Seiten einer vielleicht ähnlichen Medaille, die wir heute miteinander besprechen wollen. Es geht bei beiden aber um das Thema Transparenz. Und wie bei den meisten Dingen kommt es auf die Dosis an und es kommt darauf an, wo man es verwendet. Und Transparenz ist nicht grundsätzlich gut. Transparenz kann großartig sein. Das ist der Teil, über den vor allem ich wahrscheinlich heute Abend reden werde, nämlich wenn es um den gläsernen Staat geht, um Transparenz, um Politik, um Verwaltung, um Nachvollziehbarkeit. Ich bin für dieses Thema auch Bundesthemenbeauftragte der Piratenpartei und befasse mich damit schon seit sehr vielen Jahren. Gläserner Staat ist im Prinzip das, wo es darum geht, dass wir Transparenz wollen, aber ganz oft der Staat nicht. Genau umgekehrt ist es bei dem anderen Thema, wenn wir von gläserner Bürger reden, das ist was, das wir nämlich überhaupt gar nicht wollen, der Staat aber sehr gern hätte. Wir müssen also in dieser Debatte versuchen, das eine zu kriegen, das andere aber zu vermeiden. Und dazu muss man natürlich das Problem erstmal richtig verstehen, warum es ein Problem ist. Und ich würde sagen, wir reden erstmal zuerst vielleicht über das Negative der Transparenz, diesen gläsernen Bürgeraspekt, der ja auch schon angekündigt wurde. Und das kann mein Mann Daniel besonders gut und deswegen übergebe ich mal an ihn. Machen wir das. Ja, dann hoffe ich, dass mich auch jeder versteht. Falls da was ist, bitte ein Zeichen geben. Eine ganz kurze Frage nur für mich vorher. Wie viele Leute haben ein Handy dabei heute? Vielleicht ausgezeichnet. Das ist gut. Auch ich, man hat es ja vielleicht irgendwo gehört, ich lebe normalerweise ohne Mobiltelefon. Ich habe aber, wenn ich irgendwo zu Veranstaltungen komme, immer ein Mobiltelefon dabei und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir hatten 2008 eine Publikation bei WikiLeaks von einer sehr kleinen englischen Firma. Die nannte sich Thorpe Glenn und die beschäftigen sich mit nichts anderem als kommerziell ein Produkt zu verkaufen an alle möglichen Telekommunikationsanbieter, mit dem man zuordnen kann, wer welche Mobiltelefone nutzt und wer wen kennt. Also die machen nichts anderes als Software zu vertreiben, mit der man identifizieren kann, dass manche Menschen mehrere Mobiltelefone haben, auch mit unterschiedlichen SIM-Karten, die sie sogar regelmäßig wechseln, die sie nie gleichzeitig anhaben oder wie auch immer. Und deren System ist darauf spezialisiert, herauszufinden, wer trotzdem eindeutige Personen sind, die nur verschiedene Geräte nutzen. Und die können das extrem effizient.
Das funktioniert selbst in großen Stückzahlen und die selbst bewerben sich damit, dass sie das größte soziale Netz der Welt betreiben. Nämlich mit über 1 Milliarde Menschen, die über die Software dieses privatwirtschaftlichen kleinen Unternehmens aus England gemonitort werden. Das heißt, für mich ist eigentlich mittlerweile, wenn wir solche Veranstaltungen machen hier, die Aufgabe, sie alle in dieses soziale Netz zu integrieren. Sie quasi Teil einer Solidargemeinschaft von Menschen zu machen, die heute alle unter Verdacht stehen. Und das funktioniert erstaunlicherweise sehr einfach, denn aufgrund meiner Tätigkeit bei WikiLeaks und verschiedenen anderen Dingen, für die ich mich so interessiere, ist, auch wenn mir das ja niemand ehrlich sagt, aber sehr wahrscheinlich, dass ich auf einer dieser Listen stehe von Leuten, die zumindest auf die man ein Auge hat. Und in dem Moment, wo ich jetzt mein Telefon hier einschalte, befinden wir uns schon mal alle in der gleichen Funkzelle. Und Sie sind heute Abend mit mir hier auf dieser Veranstaltung. Man wird sich fragen, was Sie mit mir hier besprechen und welches revolutionäre Potenzial Sie vielleicht mitbringen. Und von daher wird das unter Umständen ausreichen, dass wir heute Abend hier waren, damit Sie mit in dieses System geraten. Und das würde dann bedeuten, dass nicht nur Sie in Zukunft auch verdächtig sind, sondern wir haben ja auch aus den Veröffentlichungen der letzten Wochen erfahren, dass man bis zur dritten Ecke schaut, weil man nicht weiß, in welcher Tiefe dieser Verdacht bestehen muss. Irgendwo haben wir hier so ein Echo gerade. Was bedeutet, dass nicht nur Sie verdächtig sind, sondern auch Ihre Kinder und die Freunde Ihrer Kinder und deren Eltern, auch wenn Sie die gar nicht kennen und vor allem ich diese Menschen überhaupt nicht kenne und wahrscheinlich auch nie kennenlernen werde. Wir leben also in einer Welt, in der wir zum einen statistisch wissen, dass man über 7 Ecken auf der Welt jeden anderen Menschen kennt, dass aber auf der anderen Seite die dritte bis zur dritten Ecke jeder verdächtig wird, wenn einer irgendwie mal verdächtig war, nach welchen Kriterien dann auch immer. Was bedeutet sowas? Das bedeutet unter Umständen, wenn man sich ja jetzt immer fragt, ob man denn was zu verstecken hat oder ob man überhaupt irgendwas zu befürchten hätte, dass zu all ihren Kindern und deren Freunden von dem Tag an ein Profil aufgebaut wird. Und dass, falls ihr Kind, falls sie diese Hoffnung in sich tragen, dass ihr Kind irgendwann mal erfolgreich wird, dass es zu irgendwas bringt im Leben und ihr Kind früher oder später für irgendwen vielleicht relevant genug wird, dann wird man ein Profil haben, was vielleicht schon seit 20 Jahren aufgebaut wurde, wo man schon vor 20 Jahren, nur weil sie an der falschen Veranstaltung waren, weil sie die falsche Mail geschickt haben, weil sie die falschen Worte in ihren E-Mails verwendet haben, weil sie die falschen Sachen eingekauft haben im Internet oder was auch immer, dann wird man in 20 Jahren ein vollständiges Profil ihrer Kinder und von deren Freunden haben, mit all ihren E-Mails, mit allem, was sie jemals auf Facebook gesagt haben, mit jeder SMS, die sie jemals geschickt haben und all dem, was da so durchkam, woran sich nie wieder ein Mensch erinnern wird. All das wird in diesem Profil drinstehen und wenn man das irgendwann braucht, um ihre Kinder entweder zu kaufen, weil sie relevant sind, oder sie unter Druck setzen zu können, damit man sie irgendwie beeinflussen kann, dann hat man diesen Leuten ein extrem leichtes Spiel gemacht. Das ist ein bisschen für mich die Ausgangslage, in der wir uns heute so befinden. Ich will jetzt überhaupt nicht so wirklich schwarz malen, ja, das ist der andere Teil, der hoffentlich dann ein bisschen später noch rauskommt. Diese Technologie und diese soziale Vernetzung und all das ist das größte und wichtigste Potenzial, das wir historisch als Menschen haben und hatten, um eine gerechtere und eine inklusivere Welt in der Zukunft aufzubauen. Das heißt, wir haben hier Technologie, die, wenn man sie richtig einsetzt, ein enormes Potenzial für uns alle bedeutet. Dafür, dass wir alle, nämlich diese, wenn man so möchte, 99% auf dieser Welt, irgendwie weiter beteiligt werden können und dass es uns besser geht, dass wir erfülltere Leben führen können, als wir das heute tun. Jeder Einzelne in diesem Raum, bin ich sicher, zählt zu dieser Gruppe von Menschen, denen es besser gehen könnte. Und von daher ist das etwas enorm Positives, wenn man es denn richtig nutzt. Aber wir müssen uns extrem auch dieser anderen Seite bewusst sein. Und das ist das, was im Moment seit Wochen ja auch wieder exponiert wird und irgendwie trotzdem anscheinend keinen so wirklich interessiert. Ich weiß nicht, wie sensibilisiert Sie alle sind. Ich weiß nicht, wie viel Angst Sie vor dem haben, ob Sie ähnlich viel Angst haben, wie ich das habe. Aber mich stimmt das insgesamt extrem bedenklich. Ja, wir haben gehört, dass der BND, wir waren ja gerade so ein bisschen bei dem Thema der Liste, dass der BND verwendet 13.000 Wörter
in einer Liste, um bei E-Mails zum Beispiel und SMS und anderem Kommunikationsverkehr, der überwacht wird durch den BND, herauszufinden, ob sie sich für Waffenhandel interessieren. 13.000 Wörter auf dieser Liste. Die Bild-Zeitung, wie viel waren es? 2000 Worte ist der Wortschatz der Bild-Zeitung. Sämtliche Geschichten der Bild-Zeitung, die erzählt werden, sind aus 2000 Worten zusammenbaubar. Ja, wie man sich jetzt 13.000 Worten auf der Liste zum Waffenhandel irgendwie verweigern möchte, vollkommen unmöglich. Das werden Sie nicht schaffen. Und es wird ganz viele solche Listen geben, die parallel existieren. Da wird es eine geben für Terrorismus, für Drogenhandel, die Frage danach, ob Sie pädophil sind oder was auch immer. Und für all diese hypothetischen Probleme oder auch natürlich auch real existierenden Probleme, aber für all das wachsen hier Listen. Und diese Listen, die brauchen keinen Menschen mehr, der sie bedient. Da steht kein Verwaltungsapparat mehr hinten dran, den irgendjemand unter Kontrolle halten muss oder was auch immer. Sondern das ist alles algorithmisiert und computerisiert. Und alle ihre Kommunikation wird nach Worten aus diesen Listen überprüft. Und irgendwann werden Häkchen in einer Datenbank gemacht. Und wenn sie genug diese Häkchen haben, dann sagt man vielleicht bei 10 oder mehr Häkchen, vielleicht sind es 20, vielleicht sind es 100 oder 1000, man weiß es ja nicht. Ja, aber je nachdem, wie viele Häkchen Sie haben, irgendwann überschreiten Sie eine Schwelle und Sie werden in die nächste Liste übernommen, nämlich der Leute, die in irgendeiner Art und Weise noch ein bisschen verdächtiger sind. Und so wird das immer weiter runterkondensiert und am Ende von all diesen Listen steht dann zum Beispiel eine Datenbank, die seit 2008 bekannt ist, die nennt sich Main Core für USA. Das ist quasi so die Quintessenz der amerikanischen oder der Daten, die amerikanische Dienste filtern. Und in dieser Datenbank standen 2008 8 Millionen Amerikaner als potenzielle Gefährdung für die amerikanische Staatssicherheit. Ja, das sind, ja, es gibt parallel dazu, ja, da kann man auch gerne mal drüber lachen, ja, das ist komplett absurd. Das wären analog 2 Millionen Deutsche, die man klassifiziert in einem solchen System als potenziell gefährlich für die Stabilität der Regierung. Von denen keiner erfährt, genau, dass er auf dieser Liste steht und sich keiner gegen den Verdacht wehren kann, denn rechtsstaatliche Prinzipien sind komplett außer Kraft das gesetzt. Das ist in der Tat das nächste Problem bei dieser ganzen Angelegenheit. Sie werden es niemals erfahren. Genauso wenig wie mir jemand sagt, ob ich auf dieser Liste stehe oder ob irgendwo in den USA eine Ermittlung läuft gegen mich oder irgendwen, welche Leute, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe. Selbst auf dieser Ebene bekommt man ja kaum Transparenz. Aber Sie kriegen garantiert keine Transparenz, wenn es darum geht, jetzt festzustellen, ob man Sie irgendeiner Sache verdächtigt. Das heißt, dass das grundlegende Recht in einem Rechtsstaat darauf, sich zu verteidigen, sich von einem Verdacht zu befreien, in irgendeiner Art und Weise unschuldig sprechen zu lassen, dieses Recht ist nicht mehr gegeben. Und das passt, wenn man jetzt versucht, ein bisschen herauszuzoomen und die anderen Entwicklungen in diesem Umfeld betrachtet, gerade auch in den USA, passt das ja in ein Schema. Es gibt den Patriot Act 2, mit dem Sie nicht mal informiert werden müssen darüber, welcher Sache man Sie anklagt. Man kann Sie einfach irgendwo einsperren, Guantanamo ist das beste Beispiel dafür, ohne dass Sie jemals erfahren werden, welcher Sache man Sie verdächtigt. Sie werden niemals einen Anwalt informieren können, der Sie in dieser Sache verteidigt. Niemand von Ihren Bekannten, die nicht wissen, wo Sie sind, wird jemals erfahren, dass die Regierung Sie mitgenommen hat. All diese Dinge gibt es in dieser Welt nicht mehr. Der Punkt ist, wir sind hier in Deutschland und das ist natürlich eine andere Ausgangsgrundlage, die wir haben. Aber was ganz wichtig ist, und das ist mein Problem mit der Art und Weise, wie ich hoffe, wenige von Ihnen, aber viele von denen da draußen in diesem Land anscheinend im Moment, wie die mit dieser Sache umgehen. Es gibt kein von Gott gegebenes Recht oder kein Naturgesetz oder was auch immer, das uns hier in Deutschland davor schützt, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Wir mögen uns ja vielleicht daran erinnern, die Amerikaner standen eigentlich mal mit dem, für was der amerikanische Traum, die Idee von der Freiheit in Amerika, für was all das stand, standen die eigentlich nicht für ein solches System. Als ich aufgewachsen bin, so in meiner Kindheit in den 80ern, war das noch ein anderes Bild, was da vermittelt wurde. Inwiefern das noch schon real war oder noch real war zu dieser Zeit, das weiß ich gar nicht. Aber es ist ja nicht so, dass die Amerikaner der Unrechtsstaat vor dem Herrn wären. Und bei uns ist es nicht so, dass sich das auch nicht politisch verändern kann.
Wir leben im Moment in einem politischen Klima, in dem wir wie viele Terrorgesetze über 30, 39 seit dem Mauerfall. 39 Sicherheitsgesetze oder Überwachungsgesetze, die seit dem Mauerfall hier eingeführt wurden. Es ist nicht so, dass sich das nicht auch in eine ähnliche Richtung entwickelt, vielleicht etwas langsamer und ein bisschen komplizierter als irgendwo anders. Aber das ist höchstens dem Umstand geschuldet, dass wir alle dafür sensibilisierter sind hier. Denn wir haben eine Historie oder, wenn man so will, zwei Ereignisse in unserer mehr oder weniger jüngeren Historie. Manche Generationen hier in Deutschland haben das schon zweimal erlebt, dass es einfach umkippen kann. Und deswegen hat auch der Datenschutz hier für uns in Deutschland einen anderen Stellenwert. Aber welchen Stellenwert hat er wirklich, wenn sich so wenige Leute zu dieser Debatte äußern im Moment? Wie sind wir geschützt davor, dass sich das politisch nicht in eine ganz andere Richtung entwickelt, als wir das im Moment so glauben, weil nicht genug von uns sich involviert haben oder verstanden haben, auf was das hinauslaufen kann? Weil wir so überfordert sind von den Zahlen, mit denen hier jongliert wird. 37 Millionen überwachte E-Mails durch den BND alleine in 2010. 37 Millionen E-Mails, kann sich überhaupt niemand vorstellen. Ja, es gibt diese Visualisierung der Fläche, die Aktenschränke einnehmen würden, würde man die Speicherkapazitäten der NSA ausdrucken. Ja, wenn man all deren Speicherkapazitäten ausdruckt und in Aktenschränke verpackt, dann würde das die 1,7-fache Fläche Europas bedecken mit Aktenschränken. Das ist die Art von Speichervolumen, über die wir hier reden. Da passt alles rein, was jemals irgendwo produziert wird. Aber es ist so groß, dass es nicht vorstellbar ist. Und das ist, glaube ich, eines der Kernprobleme, die wir heute haben. Wir sehen alle dieses abstrakte Problem. So ein bisschen latent fühlt sich das auch so an, als wäre das ein Problem. Aber es ist, glaube ich, schwer greifbar. Und vielleicht ist die einzige Ausrede, die ich für mich selbst habe, um mein Gewissen zu beruhigen, ist das der Grund, warum so wenig Leute irgendwie sauer werden oder noch saurer werden, als sie es vielleicht schon sind, dass sie es nicht verstehen. Und von daher ist es eine wichtige Aufgabe, aufzuklären und irgendwie sicherzustellen, dass heute Abend hoffentlich mehr Leute sensibilisiert aus dieser Veranstaltung rausgehen. Ich verstehe eigentlich überhaupt nicht, warum mit der deutschen Geschichte, und ich meine jetzt noch nicht mal die 30er Jahre, die ja noch viel furchtbarer waren, aber wir brauchen nur 25 Jahre zurückgucken. Und ich bin in der DDR groß geworden. Ich war 21 Jahre alt, als die Mauer fiel. Ich kenne das noch, wenn es knackt im Telefon. Und ich weiß, wie das ist, wenn man geöffnete Briefe bekommt. Man liest zwar das mit dem Wasserdampf und wieder zugeklebt und so, die Mühe haben die sich gar nicht gemacht. Die kamen komplett aufgeschlitzt, die Briefe an. Ich habe auch mitgekriegt, dass in meinem Wohnheim Leute drin waren und offensichtlich Dokumente untersucht haben, weil wir damals in der Opposition Aufrufe abgetippt haben und verteilt, Unterschriften gesammelt für das neue Forum. Und trotzdem, das regt heute noch viele Leute auf. Stasi ist ein ganz Schreckgespenst, auch rückblickend. Aber diese Datenmengen, die mein Mann gerade erwähnt hat, das ist die 160-millionenfache Menge aller Stasi-Akten. Das ist viel schlimmer. Ich werde manchmal angegriffen, wenn ich sage, dass mir das viel schlimmer vorkommt. Aber es ist viel schlimmer, weil heute haben wir viel mehr Überwachungsmöglichkeiten und wir haben viel mehr überwachbares Leben. Damals, da hatte noch nicht mal jeder ein Festnetztelefon. Vielleicht hatten das 20% der Leute. Die anderen, da konntest du nicht mal ein Telefon überwachen. Die sind zur Zelle gegangen und haben jedes Mal eine andere genommen. Das war nicht so einfach. Heute kann ich nicht nur das Smartphone von jedem überwachen, da ist auch mehr als ein Gespräch drauf. Da sind Fotos drauf, Bewegungsprofile drauf, Beziehungen drauf. Da ist das ganze private Leben, kann auf solchen Mini-Festplatten sein und irgendwo auf einer Cloud liegen oder auf dem Smartphone. Das müsste heute Leute viel mehr entsetzen und erschrecken als früher. Und trotzdem sind damals die Leute auf die Straße gegangen gegen einen Überwachungsstaat, obwohl das auf die Straße gehen um den Faktor X gefährlicher war. Bei uns standen Panzer um die Ecke herum in manchen Städten. Und trotzdem waren die Leute zu Tausenden in der Straße und haben demonstriert. Die haben Stasi-Zentralen gestürmt und die Aktenschränke ausgeleert und die Akten weggetragen. So hat man sich damals gewehrt und das ist erst 25 Jahre her. Und heute geht man nicht mal zur Demo vor die BND-Zentrale und ich verstehe es nicht.
Der Angriff auf unsere Freiheitsrechte ist eigentlich schlimmer als damals. Damals, das war ein totalitärer Staat. Wenn der die Methoden eines totalitären Staates benutzt, ist das ja geradezu normal. Wenn aber eine Demokratie diese totalitären Methoden benutzt, dann passt das nicht. Eine DDR-Verfassung, da stand drinne, Post- und Fernmeldegeheimnis ist geschützt. Das hat ja kein Mensch in der DDR geglaubt, weil jeder wusste, es stimmt nicht. Aber heute möchte ich diese verdammte Verfassung beim Wort nehmen und ich kann es nicht mehr. Unsere Verfassung wird jeden Tag gebrochen. Von der Regierung, vom BND, vom Verfassungsschutz. Verfassungsschutz, man muss sich das mal vorstellen, der tut genau das Gegenteil. Verfassungsgericht, vergiss du. Ja, es ist auf jeden Fall ein Unsicherheitsdienst. Das Einzige, was er wirklich ist, ist geheim und intransparent. Und diesen Angriff auf unsere demokratischen Rechte, dieses Umwandeln der Demokratie in einen totalitären Staat, müssen wir verhindern. Und das ist die eine Lektion, die ich in der DDR gelernt habe. Wir können es verhindern. Es ist möglich. Aber es geht nur, wenn es ganz, ganz viele machen. Und wann, wenn nicht jetzt? Ja, klar. Und zwar, also im Moment ist es ja so, dass es oft gesagt wird, es wäre zum Wohle des Bürgers, dass wir überwacht werden. Also Terrorismus und so weiter. Wie ist das in der DDR gewesen? Also ich finde, das ist eine super gute Ausrede, wenn man die Leute nicht aufregen will oder sie beruhigen will, wenn man behauptet, die Bedrohung sei eigentlich ein Schutz. War das in der DDR mit der Überwachung dann eben anders, dass es die Leute vielleicht deswegen auch mehr empört hat? Also in der Schule hat man uns beigebracht, dass es die Mauer gibt und dass die Mauer ein antifaschistischer Schutzwall ist, so war das offizielle Wording, und dass sie uns gegen Angriffe von draußen schützen soll, für uns, zu unserer Sicherheit. Ich habe damals den Lehrer gefragt, warum der Stacheldraht dann nach innen geht und nicht nach außen, und das fand er nicht lustig. Diese Frage sollten wir auch fragen. Wenn es zu unserer Sicherheit ist, welche Sicherheit denn? Die Sicherheit, dass meine demokratischen Rechte nicht kaputt gemacht werden, die habe ich nicht. Sicherheit vor terroristischen Angriffen. Es wurden genau 2 Menschen getötet in Deutschland durch Terrorismus. 2 amerikanische Soldaten in Frankfurt am Main. Durch Blitzschlag werden jedes Jahr mehr getötet. An Blutvergiftung, habe ich heute in der Zeitung gelesen, sterben jedes Jahr mehrere zigtausend Menschen. 20.000 kann man retten durch bessere Prävention. Wenn der BND 100 Millionen Euro in Ausbau der Internetüberwachung investieren will, um unser Leben zu retten, wie viel mehr Leben könnte ich retten durch Aufklärung gegen Blutvergiftung, durch mehr Verkehrssicherheit, durch bessere psychosoziale Betreuung, durch bessere Versorgung von Menschen in Brennpunkten. Das alles wäre gut angelegtes Geld für unsere Sicherheit, für echte Menschenleben und um Verbrechen zu verhindern. Das tut der BND nicht. Und das, also dieses Argument, ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr Menschen verstehen. Es ist ein falsches, ein faules Argument. Nicht ein Menschenleben wurde damit gerettet. Diese 7 oder 5 oder 2 inzwischen 0 Terroranschläge, die verhindert worden sind, existieren nicht. Das ist ein gesellschaftliches Restrisiko, das wir tragen müssen. Wahrscheinlich wie Tote durch Verkehrsunfälle, auch wenn man natürlich versucht, es zu minimieren. Wenn man dafür unsere Freiheit komplett beseitigt, wofür dann? Dann kann man uns alle in eine betonierte Einzelzelle stecken, ist die Sicherheit auch toll. Aber was hat man dann davon? Und das ist die Richtung, die wir gehen. Ich glaube, dass eines der Probleme in dieser aktuellen Situation ist, dass es, und das hat der Anke, glaube ich, schon implizit auch gesagt, dass sie es ja nicht mitbekommen. Also so wirklich, man bekommt es ja wirklich überhaupt gar nicht mit. Ja, wenn irgendwo das Telefon knackt oder der Brief aufgerissen ist, oder wie auch immer, dann werde ich in irgendeiner Art und Weise regelmäßig daran erinnert. Dann weiß ich, ich muss mit den Briefen vorsichtig sein, ich muss am Telefon vorsichtig sein, aber ich weiß immer noch einen Ort, an den ich mich zurückziehen kann mit jemandem, wenn ich ein privates Gespräch führen möchte. Diesen Ort kann ich irgendwo finden. All das gibt es heute nicht mehr. Es gibt heute keinen privaten Ort mehr, es sei denn, Sie finden irgendwas, das überhaupt keinen Empfang hat, es gibt keinen Menschen, der irgendwelche Geräte bei sich trägt, der, Sie müssten darauf achten, wann die Geräte vorher abgeschaltet sind, damit keiner weiß, dass sie sich da gerade treffen. All das ist so kompliziert geworden, wenn man sich dem jetzt komplett entziehen wollte, das funktioniert schon mal gar nicht mehr. Also es gibt keinen privaten Raum mehr in diesem Sinn. Abgesehen davon hören Sie es ja nicht. Ja, Sie hören nicht, dass was knackt und Sie sehen auch nicht, dass irgendwas aufgerissen ist. Ja, dass sämtliche E-Mails, die man schickt, von irgendwo, von irgendwem mit einem Kabel, das per U-Boot an eine Glasfaserstrecke irgendwo im Atlantik da dran gedoktert wurde, ja, dass da alle E-Mails wegkopiert werden, das hinterlässt keine Spur.
Genauso wenig, wie das eine Spur hinterlässt, wenn heute Leute, selbst in Deutschland, hier über Festnetz miteinander kommunizieren und das trotzdem ja alles über das Internet läuft. Ja, das Problem ist, dass das alles transparent ist. Also transparent im Sinne von, dass wir nicht sehen können, so nennt man das in der Technik. Ja. Einen transparenten Dienst hat man dann in dem Sinn, wenn der Nutzer nicht merkt, dass dieser Dienst dazwischen ist. Ja, und all das sehen wir ja gar nicht mehr. Wir telefonieren gefühlt über das Festnetz, aber das ist trotzdem Internet. Wir schauen Fernsehen und das ist trotzdem Internet. Ja. Wir machen egal was, wir gehen zum Arzt und der Arzt macht einen Bluttest und tauscht sich per E-Mail mit dem Labor aus. Und da brauchen wir nicht mal einen Internetanschluss zu Hause. Da reicht schon, dass zwei Dritte über uns kommunizieren. Und jemand anders jetzt vielleicht auf einmal weiß, dass ich an irgendeiner Krankheit leide oder irgendein anderes Problem habe. Ja? Und das ist diese Transparenz dazwischen, also dieses transparente Glied, das so kompliziert wird, weil es für uns damit überhaupt nicht erlebbar wird. Ja, und da, glaube ich, liegt dieses Problem, das Sie ansprechen, warum es man sich zumindest in der anderen, zu einer Stasi-Zeit im Osten darüber bewusst war, dass es dieses Problem gibt, wir aber davon heute eigentlich so überhaupt nichts mitbekommen. Und das beginnt an dem Tag, an dem Sie überhaupt nicht wissen, welches Gerät Sie da den ganzen Tag bedienen. Und es auch keinen Dritten gibt, der sich das jemals angeschaut hat, unabhängig, um zu gucken, was das alles macht. Das Argument, was ich halt in meiner Umgebung höre und was mich immer so nervt, ist dieses, ich habe nichts zu verbergen. Das hieße, wie ihr jetzt Argument, dass das auch wegfallen würde, dieser Eindruck, dass man nichts zu verbergen hat, wenn man die Überwachung deutlicher mitbekäme? Naja, was heißt denn nichts zu... Ja, naja, das ist ja was... Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Überwachung heute vielleicht ähnlich ist, wie jemandem vom Staat seinen Generalschlüssel zu geben, zu allen seinen eigenen Lebensbereichen. Und der dann hingehen kann, der kann in die Wohnung gehen, wann er das möchte, der muss sich nicht anmelden, niemand sieht hinterher, dass der da war, weil er keine Spur hinterlässt. Der geht rein, der guckt sich da um, der macht den Schrank auf, um sich die Fotos anzuschauen in den Familienalben. Ja, heute ist das dann auf Flickr oder irgendwo und nicht mehr im Schrank. Ja, der schaut sich im Schlafzimmer um vielleicht sich darüber zu informieren, welche sexuellen Präferenzen man hat. Ja, der liest die Liebesbriefe, die irgendwo unter dem Bett versteckt sind. All das ist ja heute irgendwo digital abgebildet. Vielleicht nicht für jeden hier, aber für jede Generation, die kommt, ist diese Aussage zutreffender. Ja, unser Sohn mit 13, der käme nie auf die Idee, irgendwas wirklich analog zu machen. Ja, alles das, was der ein Werkzeug bekommt, mit dem er das am Computer machen kann, das würde der gerne nutzen. Und das gilt allen anderen hier auch so. Die sind permanent irgendwo aufgezeichnet. Ja, und von daher, dadurch, dass man das nicht mehr erlebt, ja, ist das extrem abstrakt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir in so einer, also es ist ja auch ein Schutzmechanismus, dass ich in einer Bedrohungslage versuche, mir einzureden, dass es gar nicht so schlimm ist, ist auch eine Art von unterbewusstem Schutzmechanismus, der da abläuft. Ja. Und da ist dann natürlich, dass ich zu sagen, ich habe ja gar nichts zu verbergen oder ich bin ja gar nicht irgendwie kriminell, das sind dann Schutzmechanismen, damit man nicht darüber nachdenken muss, ob es vielleicht anders ist. Und wenn wir auf einer Ebene reden, dass es da Liebesbriefe gibt, dass es da irgendwie einen Drogenrausch gibt aus der Vergangenheit oder was auch immer, es gibt so viele Dinge, die wirklich privat sind. Ja, und wenn es dann nur noch eine Frage ist, ob der Einzelne relevant genug wird, damit man das gegen ihn verwendet, ja, dann glaube ich, können Leute das verstehen, aber das ist zu abstrakt. Ja, und diese Abstraktion ist das Problem, vor dem wir im Moment stehen. Latent, unterschwellig wissen wir alle, dass das ein Problem ist, aber es ist nicht greifbar. Ich würde den Menschen neben diesem Vergleich mit der Wohnung, ich würde die auch einfach mal fragen, ob sie jemals im Leben irgendwas geflüstert haben, ob sie Gardinen am Fenster haben, ob sie auch, wenn es total warm ist, im Sommer Kleidung tragen. Ob sie abschließen, wenn sie auf Toilette gehen, haben doch nichts zu verbergen. Das heißt, jeder Mensch hat nicht nur Geheimnisse, sondern auch Privatsphäre und das ist gut so, richtig so und steht auch als Grundrecht in unserer Verfassung drin. Warum sollte man dann gezwungen werden, sich nackt auszuziehen, alle Türen offen zu lassen, alle Gardinen abzureißen? Genau das passiert im virtuellen Raum und es ist nicht rechtens und nicht richtig. Und das Thema mit der Jugend finde ich ganz wichtig.
Die Generation, die jetzt aufwacht, ist die allererste Generation, die jemals auf diesem Planeten gelebt hat, die komplett überwacht wird, deren komplettes Leben irgendwo online abgespeichert ist. Das finde ich ist eine ganz gruselige Vorstellung. Weil alle werden mal erwachsen. Irgendeiner von denen wird mal Minister oder CEO von einer Firma oder ein Angestellter irgendwo anders. Die sind alle irgendwie erpressbar. Mit irgendwas, man weiß es ja nicht. Auch das ist eine Erfahrung, die ich damals in der DDR von der Stasi gelernt habe. Nicht jeder Stasi-Mensch ist geboren worden und dachte, hurra, ich spioniere so gern und huch, ist der Osten toll. Manche von denen wurden einfach erpresst mit irgendwelchen Wissen, dass die Stasi über diese potenziellen IMs hatte. Und dann haben die gesagt, entweder du arbeitest für uns oder du wirst es nicht schön finden. Und manche sind auf diese Weise gezwungen worden. Bei anderen hat man herausgefunden, wonach die schon immer so ihre Sehnsüchte hatten. Und hat sie dann damit geködert und gelockt. Wissen macht Menschen manipulierbar und erpressbar. Und eine komplette Generation ist kontrollierbar, überwachbar, erpressbar. Das kann doch Menschen nicht egal sein. Alle haben doch Kinder oder Enkel. Und wenn sie selber sagen, ich habe mit Internet nichts zu tun, mir sind die E-Mails egal, dann sollen sie an diese Kinder denken, die alle irgendwo abgespeichert werden von irgendjemandem und auf die Filter angelegt werden, die wir heute nicht ahnen können. Heute ist die Kombination von Rucksack googeln und Schnellkochtopf googeln gefährlich. Konnte man das ahnen? Sind doch harmlose Wörter. Wer weiß, was in 5 Jahren gefährlich ist, was unsere Kinder gestern gegoogelt haben oder wir morgen. Das weiß keiner. Und das ist das Gefährliche an dieser Geschichte. Und die einzige Möglichkeit, den Missbrauch zu verhindern, ist, diese Datensammlungen zu verhindern und darauf zu pochen, dass unsere Grundrechte wieder eingehalten werden. Es gibt keinen anderen Schutz. Ja, ich wollte das jetzt gar nicht. Ja, also es gäbe jetzt zu diesem Teil noch sehr viel zu sagen. Ja. Wir wollen aber auch noch über die positiven Seiten von Transparenz sprechen. Ich weiß nicht, ob es noch bestimmte Fragen gibt, die jetzt irgendwem unter den Nägeln brennen gerade. Wir haben noch gar nicht über Technik geredet, zum Beispiel, falls das irgendjemanden interessiert, was aber auch eher ein bisschen dröge sein kann. Aber bevor wir dann jetzt gleich einen thematischen Sprung machen, vielleicht einmal die Fragen. Ja, erst hier. Ja. Was denkt ihr, ist das konkrete Interesse dahinter momentan? Weil in der DDR ist es klar, also offensichtlich, da geht es um Machterhalt. Ja, um den geht es hier auch. Also ich würde das mal, ich beschäftige mich ja sehr gerne mit mittelfristigen Perspektiven. Das ist so das, warum ich mich überhaupt für diese, auch für so Thema Whistleblowing und all das interessiere. Mir geht es immer um eine mittelfristige Perspektive, das, was kommt so nächste Woche oder so. Ja. Und vom Prinzip ist es so, ich versuche das jetzt mal kurz zusammenzufassen, wir befinden uns gerade an einem historischen Knackpunkt, wenn man so will. Ähnliche Knackpunkte gab es in der modernen Geschichte schon zweimal, nämlich das war die erste industrielle Revolution, als quasi die Möglichkeit, Bücher zu drucken, kombiniert wurden mit der Dampfmaschine, hat das dazu geführt, dass wir ja, in dieses Zeitalter der Erleuchtung eintreten konnten. Ja, dass die Moderne konnte darüber begründet werden, dass wir mehr Wissen konsumieren konnten, dass eine ganz starke Reduzierung der Hierarchie stattfand auf einmal, dass es weniger oder mehr Menschen möglich war, sich auszutauschen, Wissen zu erlangen und darüber gute Entscheidungen zu treffen. Es geht bei dieser ganzen Sache, alles was Geheimdienste betrifft, immer nur darum, wer trifft die besseren Entscheidungen als alle anderen. Das ist der Zweck eines Geheimdienstes, irgendeiner kleinen Gruppe zu ermöglichen, bessere Entscheidungen zu treffen als allen anderen und denen damit einen Vorteil zu verschaffen. So, der zweite historische Moment war quasi eine zweite industrielle Revolution, nämlich die Kombination von Energiegewinnung durch fossile Brennstoffe mit elektrischer Kommunikation, also das Telefon, Radio, Fernsehen, all diese Dinge. Auch das hat wieder dazu geführt, dass ganz stark Hierarchien reduziert wurden, dass mehr Menschen auf einmal miteinander kommunizieren konnten, dass auch eine viel privatere Kommunikation möglich war, von einem Menschen mit dem anderen, dass man mehr Menschen erreichen konnte mit dem Wissen, das man weiterverteilen wollte und dass wieder in irgendeiner Art und Weise mehr Leute gute Entscheidungen treffen konnten. Das Internet ist jetzt, wir sind jetzt an einem ähnlichen Punkt, weil wir so einer industriellen Revolution gegenüberstehen, die kommt und die wird sich zusammensetzen aus dem Internet,
in Kombination mit alternativen Energieformen. Das heißt, zwei dezentrale Strukturen, die dadurch ganz stark wieder Hierarchien reduzieren. Das ist der Grund, um den es dann auch jetzt im zweiten Teil gleich ganz wichtig geht. Ja. Die Möglichkeiten, die wir haben für Teilhabe, für Beteiligung von Menschen an gesellschaftlichen Prozessen, an politischen Prozessen, ja, Empathie, die sich bilden kann, weil wir alle verstehen, dass wir hier gemeinsam in einem Boot sitzen, dass wir auf einmal die Möglichkeit haben, mit Leuten irgendwo auf der Welt zu sprechen, von deren Arbeitsbedingungen zu erfahren, uns zu solidarisieren oder wie auch immer. Das ist das, was ich vorhin mit diesem Potenzial, das das Internet mit sich bringt, meinte. Es ist ein immenses Potenzial dafür, dass wir auf der Welt verstehen, dass wir hier Menschen unter Menschen sind, Gleiche unter Gleichen. Und das ist ein Abbau von einer Hierarchie. Ja, in dieser Welt, die quasi durch das Internet abgebildet ist, kann jeder mit jedem kommunizieren und können wir alle viel besser miteinander Entscheidungen treffen, können wir uns besser informieren. Und das stellt aus meiner Sicht die größte Bedrohung für existierende Verhältnisse dar, die es geben kann. Sie bedeutet nämlich, dass wir die Gesellschaft umbauen müssen. Wenn wir als Piraten von dem Reboot reden oder neuen Demokratieformen, die wir anstreben, für die wir arbeiten, neuen wirtschaftlichen Verhältnissen, Dingen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen oder was auch immer in diese Richtung, dann sind das alles Facetten einer Welt, die ganz anders funktioniert. Und wir arbeiten politisch daran, weil wir wissen, dass die Technikfolgen von diesem Internet auf die Gesellschaft eben auch so etwas mit sich bringen. Und das bedroht sämtliche Geheimdienste und Organisationen oder Machtstrukturen oder wie auch immer, die vertreten werden durch diese Geheimnisse. Denn das sind keine inklusiven Gemeinschaften, sondern das sind exklusive Gemeinschaften. Das sind Leute, die sich darüber definieren, dass sie sich von allen anderen abgrenzen. Keine Leute, die sich darüber definieren, dass sie einen gemeinsamen Nenner mit allen anderen finden. Und ich glaube, dass neben dem, dass es um Budgets geht, dass es um den Machterhalt einzelner Verwaltungen, Regierungsorganisationen, Geheimdienste oder wie auch immer geht, ja, neben all dem geht es vom Prinzip wirklich um die Wurst, wenn man so will, nämlich um die Frage nach dem gesellschaftlichen System und der Machtverteilung in diesem System. Und auch da wird Anke jetzt gleich, ist eigentlich ein ganz schöner Übergang, ja, im zweiten Teil was zu sagen, auch da ist sowas wie Teilhabe und mehr Transparenz über dem Staat gegenüber dem Bürger eine Art von Bedrohung. Ja, und etwas, was wir deswegen auch nicht so einfach bekommen, sondern etwas, das wir als Bürger durchsetzen oder einfordern müssen. Da war noch eine Frage. Ja, das stimmt. Noch da hinten noch eine Frage. Nee, erst waren hier vorne und dann. Stimmt. Also und dann da noch. Ich empfehle das jetzt gerade. Ich mich nicht gern. Liebste Wolf, zu der Frage, ne, woher kommt das, dass viele sagen, es macht doch nichts aus oder es geht mich ja nichts an. Da denke ich, könnte es noch eine Antwort oder eine Erklärung für geben, die eigentlich in dem schon enthalten ist, was du gerade gesagt hast, für mich zumindest. Wenn die Hierarchien sich auflösen, also die autoritären Strukturen, die wir ja irgendwo in der Vergangenheit alle hatten in Europa, dann heißt das doch auch, dass mein Haus, mein persönliches Haus langsam durchsichtiger wird. Und das ist gut so. Zum Beispiel, ich habe Freunde, die haben einen Wohnungsschlüssel von mir. Die kommen, können bei mir reingehen. Vor 50 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Das heißt, wir erleben eine Transparenz überall. Und warum wollen wir das nicht denen zugestehen, die uns regieren? Es könnte doch sein, dass die auch durchaus, also solche Machtleute, langsam ihre eigenen inneren autoritären Strukturen auflösen. Und dass irgendwann diese blöden Überwachungsdienste sich auflösen, weil wir gar nicht mehr daran glauben. Das wäre schön, aber halte ich für extrem unrealistisch. Ja, also wie gesagt, es geht ja... Bin ich nicht. Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ich lebe jetzt nur in einer etwas gesünder sozialisierten Umgebung. So. Was dieses Thema angeht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich wieder in den Westen fahre, was das angeht, dann weiß ich, dass jeder im Osten zumindest diese eine grundlegende Erfahrung allen anderen voraus hat, dass er das nämlich nicht hinnimmt als Naturgesetz hier. Das ist ja so ein bisschen, das ist wie, ich habe die letzten Tage bei allen möglichen Vorträgen, wenn dieses Thema hochkommt, immer über die Vertretung von nationalstaatlichen Interessen irgendwie gesprochen.
ja, durch Geheimdienste. Und dann fanden das immer im Publikum einige Leute ganz schwierig, dass ich jetzt hier mit dem Nationalstaat komme und dann darüber rede, inwiefern auch das irgendwie relativ ist. Ja. Aber vor 250 Jahren hätte keiner gewusst, was ein Deutscher sein soll. Also evolutionär betrachtet ist das eine ganz kurze Zeitspanne, in der das Konzept des Deutschen irgendeine Rolle spielen wird, wenn man das so betrachten wird in der Geschichte irgendwann mal. Ja. Und genauso ist das eine Erfahrung, die quasi aus meiner Sicht jeder im Osten allen anderen voraus hat, dass man nämlich auch mal irgendwann in einem System war, das sich irgendwie definiert hat, von dem man dachte, das hält für immer und das ist diese Mauer, die wird da stehen bleiben, ja, und die haben erlebt, dass es nicht so ist und zwar so ziemlich von einem Tag auf den anderen, ja, und ich glaube, das ist ein bisschen das, was uns generell fehlt. Wir haben so viele Denkverbote im Kopf. Wir sind überhaupt nicht mehr offen genug, darüber nachzudenken, dass man auch mal Sachen richtig fundamental in Frage stellen muss. Ja, und dass man aus der Prämisse heraus dann vielleicht eine Richtung findet, in die man sich mal orientieren kann. Aber dass irgendwer sich freiwillig auflöst, das wäre historisch neu. Ja. Ja, vor allem irgendjemand, der Macht hat. Also, ja, wenn niemand der Macht nicht hat. Nicht freiwillig, nein. Nein, ich glaube, was sich auflöst. Ja, das sind Prozesse gewesen. Das ist jetzt aber eine zweite Moment. Frage. Okay, das geht für zu weit vielleicht. Okay, ja. Eine war noch da hinten und dann die. Ja, ich finde es hochgradig, ja, bizarr, ihren überzeugenden Ausführungen zu äußern und gleichzeitig hier lauter Kameras zu sehen. Was passiert eigentlich mit dem Quatsch hier? Wir streamen das. Was heißt das? Na, dass ihr sie gerade im Internet übertragen werden. Ja, und warum machen sie dich im Weißen? Naja, also es geht ist, ja... Weil es eine geht, öffentliche Veranstaltung genau, ist. Genau, es geht ja hier nicht darum, dass wir gerade ein Privattreffen haben. So, das können wir gerne machen. Und wenn sie sich mit mir privat treffen, werden sie feststellen, dass da nichts ist, was in irgendeiner Art und Weise geeignet wäre, das aufzuzeichnen oder dass die Privatheit dieses Treffens zu kompromittieren, aber das hier ist eben eine öffentliche Veranstaltung und wir machen das ja unter anderem auch, um Leute zu sensibilisieren für dieses Thema und das funktioniert halt nicht so gut, wenn man immer nur darauf angewiesen ist, dass räumlich alle Leute jetzt reinpassen. Dann hätte ich hier für München sehr viel Arbeit, ja, wenn wir jetzt... Sie sind allerdings nur von hinten drauf. Auch das, genau, das ist natürlich... Ich glaube, die sind doch Ja. Also ich finde es nicht sehr überzeugend, wenn gleichzeitig das heißt, die Piraten sind zum Beispiel dagegen, dass auf Demonstrationen gefilmt wird oder sowas, das ist auch eine politische Veranstaltung. Ja, aber... Das... Ja, also... Zu dem Aspekt kommen wir auch gleich noch. Okay. Naja, ist aber ungefähr, diese Argumentation ist so ungefähr genauso. Nee, das... Also ich finde zum Beispiel, das ist natürlich ein Punkt. Ich war ja gerade auf der Freiheit statt Angst Demo und ich habe da auch Bilder gemacht. Und das hat natürlich auch einige Leute irritiert. So, meine Bilder waren aber jetzt nicht dafür gedacht, dass ich damit auswerten möchte, wer da alles da war. Das steht ja nicht auf den Stern geschrieben. Nee, das stimmt. Aber das zumindest muss doch bei der Polizei, wenn ich mich jetzt frage, warum eine Behörde zum Beispiel all das aufnimmt, ist das eine ganz andere Fragestellung erstmal als bei mir als Privatmensch. Jeder, der mich gefragt hat, dem habe ich das so erklärt. Und ich finde, es ist eine äußerst valide Frage, dass Menschen mich fragen, wieso ich da eine Kamera laufen habe. So, ich habe das unter anderem aufgenommen, damit man hinterher ein paar Bilder in die Medien transportieren kann und sagen kann, dass es eben nicht nur 4000 irgendwas Leute waren, sondern weitaus mehr Leute bei dieser Demonstration. Und das ist dann... gültig, also, ja. Entschuldigung. Von daher ist in dem Moment ja auch der Sinn oder der Zweck dieser Aufnahme, dass man Wissen oder einen Eindruck einer gewissen gesellschaftlich relevanten Sache an mehr Leute verteilen möchte. Das hat aber nichts mit privater Kommunikation oder Privatsphäre zu tun. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich diese Informationen sammle, um sie in irgendeiner Art und Weise zu verwenden, um Menschen zu klassifizieren oder in irgendwelche Schubladen zu stecken. Und da sehe ich einen riesengroßen Unterschied. Aber es ist dann doch auch, dass man weiß, dass man das hier gerade eine Focus Group ist. Und wir machen eine Focus Group und wir machen hier gerade Gesichtserkennung und schauen uns schon gut nicht. Der Sache ist, darf ich das bitte erklären? Und zwar folgendes: Die Leute, die nicht hierher kommen können, die schauen sich das über das Internet an. Deswegen gibt es die Kameras. Wenn du dich umdrehst, siehst du das Bild, das übertragen wird. Ja, und wie ist doch du sehen kannst, ist da nichts
was irgendwie so, dass der Ton übertragen wird, dient auch dazu, wenn jemand Fragen stellt, muss ja auch der Mensch im Stream hören, was die Frage ist. Wenn er nur die Antwort hört, hat er nur das halbe Bild. Deswegen, also deswegen sind die Kameras, damit Leute im Internet von überall sich das anschauen können und an dem Wissen teilhaben können. Und das ist was, was Piratik ist. Ja, Piratik ist unpiratik, aber ja, egal. Grafisch, ist grafisch. Was, grafisch? Ja, nee, also. Jetzt noch dahinter ein. Oder, nee, du hattest ja auch noch genau, das war ich. Und zwar meine Frage ist jetzt so ein bisschen, wir haben ja jetzt viel darüber gehört, was technisch möglich ist. Und was ich mich halt immer frage ist, es gibt ja eine Tradition, seitdem quasi der Vorläufer des Internets gestartet wurde, das war ja ursprünglich mal was Militärisches, aber es gibt da eine akademische Tradition, der sich viele Leute so verpflichtet sehen, und ich frage mich halt ganz ehrlich, warum diese Leute nichts dagegen machen. So, warum findet sich dort keine breite Front, die gemeinsam dagegen vorgeht? Also ich meine jetzt zum Beispiel, was würde passieren, wenn die Geheimdienste auf einmal das Usenet abhören würden? Nichts. Das ist eine Art von Netzwerk innerhalb des Internets, wenn man so möchte. Das Internet selbst besteht ja aus, quasi sind wie verschiedene Inseln von einzelnen Netzwerken, die miteinander verknüpft werden. Also eine Insel wäre jetzt die Deutsche Telekom, eine andere Insel ist dann vielleicht Vodafone, und die wiederum haben verschiedene Brücken zwischen zusammengebaut, damit sich Leute da austauschen können oder hin und her fahren können. Und dann gibt es wiederum, wenn man so möchte, innerhalb dieser einzelnen Inseln oder auch inselübergreifend wiederum verschiedene Gemeinschaften, die da irgendwie leben, und das Usenet, wenn man so möchte, wäre eine dieser Gemeinschaften. Da werden halt relativ viele, viele Daten ausgetauscht, zum Beispiel. Aber das Usenet wird doch überwacht, genau wie alles andere auch. Das ist ganz normaler Internetverkehr. Das beschränkt sich ja jetzt nicht irgendwie auf E-Mails oder auf Blogs oder wie auch immer. Das ist ja auch so ein Ding, also was zu dieser Verkomplizierung der Debatte beiträgt. Es gibt ja so viele Programme, dass wir irgendwann ein bisschen den Überblick verlieren, Metadaten oder Inhalt oder was jetzt eigentlich bei wem da genau. Ja, diese zwei schönes Ding, erst haben wir von Prism gehört, dann hat irgendeiner Prism 2 eingeführt und dann Prism 3, ja, und das angeblich werden die alle für unterschiedliche Zwecke verwendet, und das ist, glaube ich, so der Moment, an dem jeder ausgestiegen ist, was das Durchschauen angeht von verschiedenen Programmen, mit denen da jetzt auf diese Daten geschaut wird. Also diese Verkomplizierung und der Umstand, dass das eigentlich ein extremes Spezialwissen voraussetzt, um es zu verstehen, ja, ist auch ein Teil dieses gesamten Problems. Ja, was die akademische Welt, um dazu ein Wort zu sagen, auch darüber muss man sich vielleicht bewusst sein. Ja, wie läuft das denn heute? Ich habe noch nichts dazu gesagt, wie man überhaupt an diese Informationen kommt. Wir haben gelesen, dass Unterseekabel über ein U-Boot, es gibt ein umgebautes Atom-U-Boot, mit dem gehen die an ein Unterseekabel dran und schweißen da quasi ein zweites Kabel mit dran, um das dann abzuhören. Das ist quasi so die aufwendigste Methode. Was viel einfacher ist, ist, dass es heute eine ganze Industrie gibt, die sich entwickelt hat, in der Schwachstellen für Geräte gehandelt werden. Es gibt beliebig viele Schwachstellen für die Software in diesem Telefon, für die Applikationen, die auf diesem Telefon laufen, für den Chip, der mit der Mobilfunkzelle kommuniziert, da gibt es auch nochmal eigene Software. Also es gibt ganz viele verschiedene, wie eine Matroschka können Sie dieses Telefon auseinanderbauen, und Sie werden in jeder Ebene dieser Matroschka beliebig viele Sicherheitslücken finden. So, diese Sicherheitslücken wurde das publiziert. Da vor 10, 20 Jahren noch gab es eine Kultur, in denen das einfach publiziert wurde, und man hat sich mehr oder weniger einen Spaß daraus gemacht, so die Hersteller unter Druck zu setzen. Ja, bis die dann das Sicherheitsproblem gefixt haben. Heute läuft das nicht mehr so. Heute gibt es dafür eine professionelle Industrie. Es gibt einen Waffenmarkt im Internet, wo diese Schwachstellen gehandelt werden. Wenn Sie heute im akademischen Umfeld arbeiten und Sie finden so eine Schwachstelle, dann können Sie sie entweder publizieren oder Sie können sie, wenn sie gut ist, für viel Geld verkaufen. Da kann es dann auch schnell um sechsstellige Beträge gehen, mit denen man mit einer Schwachstelle sich ein gutes Auskommen finanzieren kann. Die NSA hat ein jährliches Budget zum Ankauf von Sicherheitslücken von über 100 Millionen Dollar. Genau. Jedes Jahr. So, die Kunden dieser nicht, Firmen. Um sie zu veröffentlichen. Kunden dieser Firmen sind die NSA, sind andere Geheimdienste, der BND ist da auch ganz fleißig dabei, die haben ein kleineres Budget, aber die sind das genauso. Genauso wie das Leute sind, die Wirtschaftsspionage betreiben, das sind die
sind Kreditkartenbetrüger, die diese Schwachstellen kaufen und alle möglichen anderen gemeinen Organisationen, Dienste oder Individuen. Das ist der Abschaum des Internets, der sich in dieser Industrie rumtreibt und der hier zum Kunden wird, um das alles anzukaufen. Die NSA hat im Zuge von Patriot Act und allem möglichen anderen in diesem Zusammenhang ein Vorkaufsrecht. Ja, alle diese Händler sitzen in den USA. Wenn da die NSA kommt und das ist von nationalem Sicherheitsinteresse, dann kriegen die ein exklusives Vorkaufsrecht. Die legen viel Geld hin für eine Schwachstelle, die sie interessiert. Und niemand anders auf dieser Welt wird jemals erfahren, dass es diese Schwachstelle gibt. Denn die haben ein Exklusivrecht darauf. Und die können diese Schwachstelle dann genau so lange benutzen, wie sie das nötig erhalten. Und wenn sie irgendwann glauben, jetzt könnte man die mal zumachen, dann wird das publiziert oder eben halt auch nicht. So, das ist die Welt, die akademische Welt von heute. Die akademische Welt von heute, warum auch immer, wurde zumindest in einem substanziellen Teil aufgekauft von den Geheimdiensten, die viel, viel, viel Geld dafür hinlegen, dass talentierte, junge, kreative Leute die Schwachstellen finden, die nicht mehr einfach des Ruhmes willen im Internet publizieren, sondern die damit viel Geld verdienen. Vielleicht liegt es auch an den fehlenden Trainingsprogrammen in der akademischen Welt. Das sind ganz viele Umstände, die dahin führen. Aber so sieht ein Teil dieser Realität aus. Und da ist ein bisschen der Ethos abhanden gekommen oder die Ethik. Und jetzt nur ein Wort noch dazu. Sorry, ich wird gerade etwas lang, dieser Teil jetzt. Aber das Problem an dieser ganzen Angelegenheit ist eigentlich, das hat jemand vor kurzem mal interessant zusammengefasst, dass es eine Art Generationenkonflikt gibt. Die Generation von Hackern oder wie auch immer, in der ich noch sozialisiert wurde, ja, so von, sagen wir mal, Mitte der 90er, ja, die hatte das ist die Generation von sogenannten Cypherpunks, von Leuten, die sich mit Verschlüsselung auseinandersetzen, die Verschlüsselung und die Wahrung der Privatsphäre, wie das in der Hackerethik zum Beispiel drinsteht, als was Positives betrachten. Wenn man jetzt überlegt, dass ja eigentlich immer eine Folgegeneration versucht, sich abzugrenzen gegenüber ihrer Elterngeneration, dann ist die Abgrenzung, die heute ein bisschen passiert, die, dass meine Generation versucht, die Privatsphäre zu verteidigen und die jetzt heranwachsende Generation von jungen, talentierten Leuten, die, sagen wir mal, 20 bis 15 oder 20 bis 10 Jahre jünger sind als ich, ja, dass die sich abgrenzen von uns, indem sie für die andere Seite arbeiten. Ja, das ist ähnlich wie in meiner Generation bei Star Wars definitiv die Rebellen immer die waren, die gewinnen mussten. Ja, aber heute, wenn man mit unserem Sohn spricht und mit den Nachbarn und sowas, irgendwie das Imperium viel cooler geworden ist. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Da hört man dann sowas wie, die Guten gewinnen doch eh immer. Das, wer auch immer denen das verkauft hat, das stimmt nicht. Ja, aber das ist ein bisschen das, weil auch die sich davon abgrenzen. Es gehört zu dieser Abgrenzung, mit mir darüber zu diskutieren, dass ich, der auf der Rebellenseite steht, ja, nicht recht habe, weil das per se dazugehört. Und das ist ein echtes Problem, weil das in dem Fall dazu führt, dass wir total komische gesellschaftliche Strukturen und Probleme entwickeln. Ich würde gerne dazu noch was ergänzen. Ich glaube nämlich auch, dass die technische Intelligenz ja eine Chance ist, aus diesem Dilemma wieder rauszukommen. Dass wir es genau genommen ohne die gar nicht schaffen. Wir als Bürger auf der Straße, als das Volk, wir können politischen Druck ausüben. Wir können aber nicht die NSA oder irgendwelche Privatfirmen daran hindern, das Internet kaputt zu machen. Das können nur die Techies mit richtig viel Grips und mit dem richtigen Rückgrat und dem richtigen guten Gewissen, wovon es offenbar im Moment weniger gibt. Aber das heißt nicht, dass sie nicht wieder kommen. Ich sehe eine ganz gefährliche Entwicklung strukturell für das Internet. Das Internet hat ja eigentlich seine Potenziale und Kapazitäten, weil es ein dezentrales Netz ist. Aber innerhalb dieses eigentlich dezentralen Internets sehen wir eine ganz krasse Zentralisierung bestimmter Dienste, zum Beispiel SSL-Verschlüsselung und so weiter, auf wenige Monopolfirmen und wenige Orte. Und ganz viel davon befindet sich in den USA, was heutzutage eine ganz gefährliche Sache ist. Das heißt, wir müssen irgendwie das Internet in seiner Struktur wieder im Prinzip zerschlagen. Nee, nationalisieren, nee, das funktioniert gar nicht. Aber wir müssen es dezentralisieren. Wir müssen die großen Cluster beseitigen. Zum Beispiel kann man damit anfangen,
Wir alle können ja damit anfangen, weil Nachfrage schafft Monopole. Niemand zwingt uns, Google zu benutzen. Es gibt kleinere Suchmaschinen, die auch gut sind, wie Startpage.com, die nicht speichern, wer gesucht hat und wonach. Aber trotzdem gute Suchergebnisse bringen. Es gibt auch DuckDuckGo.com, kann man auch zum Suchen benutzen. Es gibt regionale E-Mail-Provider, die viel kleiner sind und deshalb keine eigenen bilateralen Vereinbarungen mit Geheimdiensten haben, was sie alles wie ausliefern, mit direktem Zugriff zu Servern und so weiter. Wir müssen nicht Google Mail und Yahoo und sowas alles benutzen. Wenn wir es also schaffen, wir als User dezentralere Dienste zu benutzen und die technischen Internetingenieure dazu beizutragen, diese Dezentralität auch technisch besser zu unterstützen und gleichzeitig im Wettlauf derer, die verschlüsseln und derer, die Verschlüsselung knacken, schneller und besser werden, dann haben wir noch eine Chance. Ja? Das Letzte mit dem Verschlüsseln bleibt Hase und Igel. Also niemals wird es, glaube ich, eine Verschlüsselung geben, die auf alle Zeiten sicher ist. Irgendwann wird die immer eingeholt. Aber mit ein bisschen Glück sind wir dann tot und es ist uns egal. Also da muss man halt schnell genug, gut genug werden. Und das ist eine Herausforderung, der sich die technischen Genies der Heutzeit stellen sollten. Vielleicht kann ich an der Stelle auch gleich noch Werbung machen. Das hat mit dem nichts zu tun, aber posteo.de ist ein deutscher E-Mail-Dienst, der über SSL arbeitet. Der kostet 1 € im Monat. Und der verschlüsselt die Mails standardmäßig auf dem Server. Gegensatz zu Telekom, GMX, da gab es so eine Initiative, die verschlüsseln die Mails nicht. Posteo macht das. Ja, also. Es gibt Ansätze. Ja, ich bin jetzt, das ist ja natürlich das Thema von vorhin gewesen. Dazu muss ich sagen, ich bin ein Mensch, der 1968 sehr stark in der linken Bewegung engagiert war. Und ich sage dir eins, unser Verfassungsschutz hat uns auch kontrolliert. Bei mir waren die Briefe auch geöffnet. Mhm. Also das wollte ich dir nur sagen, nicht, dass du glaubst. Die haben auch keinen Wasserdampf genommen. Nein. damals gab es noch Ich habe es nur durch Zufall mal erfahren. Ja. Weil ein Bekannter von mir, der hatte so Kontakte, der sagte, naja, du bist ja auch schon auf der Liste. Also von daher ist es also nicht so, dass es nur in der DDR war. Ich meine, und in der DDR bin ich auch auf der Liste gewesen. Also so ist nicht. Doppelt. Ich bin noch in der DDR groß geworden. Zum Teil. Bis zum 13. Lebensjahr. Und was ich da erlebt habe, das war mein Großvater, der ist 33. Bei den Nazis entlassen worden und man hat ihn in der DDR entlassen. Und sein Kommentar, weil er ein Sozialdemokrat war, wie dein, ihr könnt es ja noch, das sind Nazis. Das war sein Kommentar dazu. Ja, ich will auch nicht sagen, dass irgendwie moralisch die Stasi weniger, also die waren ja besonders perfide. Ich will damit nur sagen, dass sich das nicht mehr, mehr so groß unterschieden hat. Aber sie hatten... Ein Freund von mir, den haben sie auf der Autobahn aus seinem Auto rausgeholt und haben ihm die Maschinenpistole vor die Nase gehalten, ja. Also das war 68, das war schon nicht mehr sehr schön. Naja, Überwachung ist auch tatsächlich ein ganz deutsches Phänomen, auch historisch. Also es gibt den Professor Foschepoth, der sich ja mal die Überwachung gerade von Post und Briefen in der westdeutschen Sphäre angeschaut hat und festgestellt hat, dass alleine in den 60er und teilweise 70er Jahren über 100 Millionen Briefe von Ost nach West abgefangen worden sind und der größte Teil davon wurde vernichtet, also wegzensiert sozusagen oder zumindest aufgemacht und angeguckt. Das war also auch westdeutsche die westdeutsche Verfassung wurde damals auch schon gebrochen. Das ist ein Teil der deutschen Geschichte, der sehr wenig bekannt ist und erst jetzt durch dieses Buch von Foschepoth und die aktuellen Ereignisse überhaupt ins Bewusstsein geraten ist. Ja? Und sie bestätigen diese Geschichte eigentlich gerade. Also was anders war, vielleicht noch bei der Stasi, ist, dass damals so ein Stasi-Überwacher gleichzeitig 50 Menschen überwachen konnte, technisch. Wenn er da einen mehr abhören wollte, über Telefon oder so, dann musste er einen wegstreichen. Musste sich genau überlegen, welche sind die 50 wirklich gefährlichsten. Diese Grenzen gibt es nicht mehr. Heute kann man 8 Millionen oder 80 Millionen überwachen, es macht technisch kaum einen Unterschied. Kein Problem. Und deswegen müssen wir da harte Grenzen schaffen, weil andere Grenzen nicht mehr da sind, die früher das natürlich irgendwo beschränkt haben. Ja, also wenn es jetzt zu diesem Thema, wir können ja zum Schluss auch nochmal zu allem insgesamt vielleicht ein bisschen diskutieren,
würde ich jetzt mal von der ganzen Schreckensgeschichte auch zu den positiveren Sachen kommen und versuchen zu zeigen, wie Transparenz, nämlich in Form des gläsernen Staates, auch jede Menge gute Dinge mit sich bringen kann. Dass da aber die Bereitschaft des Staates doch sehr begrenzt ist, da was zu machen. Ich will nicht sagen, sie ist null, also es gibt das eine oder andere Positive auch, aber viel eben auch noch nicht. Also da ist es wieder an uns, den Bürgerinnen und Bürgern, Druck auszuüben, damit Veränderung eintritt. Also wenn wir von Staat reden, ist die erste Frage eigentlich, wer oder was ist denn der Staat? Warum ist er da? Für wen ist er da? Und was macht er eigentlich und warum tut er das? Und die Grundantwort ist auch in der Verfassung zu finden, da steht nämlich, alle Macht geht vom Volke aus. Mit anderen Worten, wir machen die Ansagen, theoretisch ist das so. Und theoretisch ist der Staat nur für uns da, wird ja auch von uns bezahlt, lebt von Steuergeld sozusagen und ist ein Dienstleister für uns, um dafür zu sorgen, dass bestimmte Verwaltungen und Strukturen halt so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Wir als eigentlicher Arbeitgeber dieses gesamten Apparates müssten also die Möglichkeit haben, uns ein Bild darüber zu machen, ob das, was der Staat tut, er nach unserem Ermessen auch richtig macht. Ob das so ist, wie wir vertreten werden wollen als Volk, zum Beispiel im Parlament von Volksvertretern. Oder ob Verwaltung das tut, was wir erwarten. Das können wir aber nur beurteilen, wenn wir eine notwendige Transparenz darüber haben, wie die arbeiten, was dabei herauskommt und was als Input reingeflossen ist. Also wir reden im Prinzip von diesen drei Arten Transparenz. Was fließt ein als Input? Welche Informationen, welche Gutachten, welcher Lobbyismus, alles das? Wie läuft dann der Prozess ab? Zum Beispiel, wie entsteht ein Gesetz oder wie wird eine bestimmte Entscheidung getroffen? Und was passiert damit am Ende? Was kommt heraus? Wohin fließen Subventionen? Wer kriegt die? Wer kriegt einen Vertragszuschlag etc.? Über diese drei Dinge brauchen wir die Transparenz. Die müssen gläsern sein und die sind es fast gar nicht. Staat sind ja so unterschiedliche Sphären. Ich will das mal ein bisschen für jede einzelne erläutern. Also wir haben im Prinzip am Anfang die Legislative, das Parlament. Im Parlament vielleicht noch eine Stufe vorher die ganzen Parteien. Also aus denen speist sich ja überwiegend oder ausschließlich heutzutage das Parlament. Da stellt sich zuerst die Frage nach der Transparenz über Finanzierung. Bei den Parteien, es gibt ja da Gesetze dazu, ist die Finanzierung hochgradig intransparent. Es werden zwar Dinge veröffentlicht, aber die Schwellenwerte, nach denen und wie etwas veröffentlicht, die sind wirklich ziemlich seltsam. Also unter 10.000 Euro muss ich überhaupt nicht sagen, wer gespendet hat. Ich muss nur schreiben, 10.000 Euro sind eingegangen, aber sonst nichts. Und alles bis 10.000 Euro kann ich mir auch 18 Monate Zeit lassen, das überhaupt zu veröffentlichen. Und ich darf es beliebig stückeln. Wenn also ein Unternehmen 200.000 Euro spendet an die CDU im Wahlkampf, dann können Sie das einfach in ein paar Teile machen, die keins größer sind als 10.000. Dann werden wir erst lange nach der Wahl davon erfahren, weil es vorher keine Veröffentlichungspflicht gibt. Wenn man diese Aspekte zusammenzählt, sind 75% der deutschen Parteienfinanzierung, und das sind viele, viele Millionen Euro, komplett intransparent, von denen wir nicht wissen, wo sie herkommen. Nur ein sehr kleiner Teil sind Mitgliedsbeiträge, der Rest kommt über diese Spenden. Ein Teil der Finanzierung von Parteien kommt aber auch über das sogenannte Sponsoring. Und das ist noch intransparenter, weil es überhaupt keiner Veröffentlichungspflicht unterliegt. Das hat dann so interessante Blüten, wie das Anzeigen in Parteizeitungen teurer sind als im Spiegel. Obwohl sie viel uninteressanter sind, aber es geht ja auch gar nicht darum, eine besonders interessante Basismitgliedschaft-Klientel zu erreichen. Die sind nämlich in den meisten Parteien besonders unwichtig. Das sind nicht die, die Entscheidungen treffen. Sondern es geht eigentlich darum, nur einen Weg zu finden, eine intransparente Spende zu leisten, die ein Goodwill weckt bei denen, die wirklich was zu sagen haben. Genauso funktionieren Parteitage. Ein durchschnittlicher Parteitag der CDU und der SPD hat 100 Sponsoren aus der Wirtschaft und nimmt im Schnitt 600.000 Euro ein. Das ist richtig Holz. Das ist mehr, als die Piratenpartei für den kompletten Bundestagswahlkampf zur Verfügung hat in diesem Jahr. Ein Parteitag. Das sind also Sachen, da brauchen wir mehr Transparenz, sonst wissen wir überhaupt nicht, wie da politische Kräfte wirken. Wenn wir dann einen Schritt weiter gehen, die werden also gewählt und kommen als Abgeordnete ins Parlament, dann brauchen wir da auch wieder viel mehr Informationen, als wir bekommen, um als
vertretenes Volk sicher sein zu können, dass der Verfassungsauftrag durch jeden Abgeordneten auch erfüllt wird. Und der Verfassungsauftrag lautet, nach Wissen und Gewissen eine Entscheidung zu treffen, für oder gegen ein Gesetz abzustimmen zum Beispiel. Das können wir aber nur, wenn wir zum Beispiel genau wissen, welche Nebeneinkünfte werden erzielt, von wem werden die bezahlt, wer ist der Auftraggeber. Ich bin nicht zufriedengestellt, wenn alle, die im juristischen Bereich tätig sind, und das sind, glaube ich, so 25-30% im Parlament, also relativ viele, wenn die sagen, tut mir leid, ich sage nicht, wen ich juristisch vertrete, wenn es möglicherweise Banken sind und anschließend im Parlament über Bankenrettungsfonds entschieden wird. Da ist doch möglicherweise ein Zusammenhang und das möchte ich doch bitte schön wissen, welcher das ist. Wenn jemand sagt, er kann das aber nicht offenlegen, weil er dann ja nicht mehr tätig sein kann, ja, dann tut es mir leid, da muss man nicht Abgeordneter werden. Dann kann man ja in der Anwaltstätigkeit oder was man macht, einfach verbleiben und dann halt anstattdessen Vollzeit Banken beraten. Dagegen spricht ja nichts. Aber diese Entscheidung, finde ich, darf man Abgeordneten nicht allein überlassen, sondern da muss es Vorschriften geben, die eine vollständige Transparenz erfordern. Wir haben gesehen an Peer Steinbrück, dem Kanzlerkandidaten der SPD, was das für Blüten treiben kann. Der hat allein durch Vorträge als Nebeneinkunft 1,2 Millionen Euro eingenommen. Und es ist vielleicht nicht zufällig, dass ein Teil dieser Vorträge, die er als Auftrag bekommen hat, von einer Agentur kamen, der sein eigenes Ministerium, als er dort noch Chef war, Aufträge gegeben hat, über 1 Million Euro wert. Könnte ja sein, dass da ein Zusammenhang besteht. Erst gebe ich dir Aufträge, dann gibst du mir Aufträge. Woher soll man da wissen, ob das nicht so ist? Es sieht danach aus und deswegen hat sowas eigentlich zu unterbleiben. Ich finde nicht, dass es reicht, wenn Abgeordnete sagen, sie haben eine weiße Weste, auch wenn das sicherlich für die meisten von ihnen stimmt. Ich finde, wir haben ein Recht darauf, das selbst zu beurteilen und sehen zu können, ob die Weste wirklich weiß ist. Und das geht nur, wenn die Scheinwerfer an sind und alle Mäntelchen darüber ausgezogen. Dann kann ich es nämlich selber sehen. Und diese Forderung, die müssen wir stellen und die ist komplett unerfüllt. Es war ja in der Debatte, diese Stufen von 3 Stufen auf 13 Stufen zu erhöhen, angewendet auf Peer Steinbrück, würde das eine Zunahme an Transparenz von 2% seiner 1,2 Millionen Euro bedeuten, also faktisch nichts. Das ist eine lächerliche Reform, die man da plant. Wir wollen eine komplette Transparenz über jeden Euro und jeden Cent. Was wir auch wollen, ist, dass die UN-Deklaration, die Deutschland 1996 schon unterschrieben und deren Erweiterung wir 2003 ebenfalls unterschrieben haben, die Abgeordnetenbestechung unter Strafe stellt, endlich ratifiziert wird, was in Deutschland nicht passieren kann, weil bei uns Abgeordnetenbestechung immer noch nicht verboten ist. Seit 1996 hat sich kein Parlament gefunden, nicht mal eine rot-grüne Regierung, die Abgeordnetenbestechung verbieten wollte. Das kann mir keiner erklären. Ich verstehe es auch nicht. Wir sind da in einer Reihe mit Ländern wie Korea oder Saudi-Arabien, es sind nur noch 5 oder 6, die das nicht unter Strafe stellen. Das ist total peinlich für Deutschland und für jedes Parlament der letzten Jahre seit 1996. Was auch ein besonderes Thema hier in Bayern ist, ist die Frage, wer stellt denn wen ein? Finanzierung im Parlament ist ja nicht nur das Geld, das Abgeordnete selber bekommen, sondern auch das Geld, das sie weitergeben können an Mitarbeiter. Wenn ich feststelle, dass das ein Bauchladen ist, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Family and Friends, für Geschwister, für Ehefrauen oder Männer, sogar für 13-jährige Kinder, dann stellt man sich schon Fragen. Dann ist die Auswahl nicht nach Kompetenz passiert, vermute ich mal, dass es da schon Konkurrenz für 13-jährige Kinder gegeben hätte, ja. Also das ist dann ein Selbstbedienungsladen, ein Faustschlag ins Gesicht der Leute, die eigentlich von diesen Menschen vertreten werden sollen. Immerhin stellt man das ja ab in Bayern, auch ziemlich spät. Seehofer hat ja dazu gesagt, heutzutage kann man eine solche Regelung den Menschen nicht mehr vermitteln. Ich wage zu behaupten, das war nie vermittelbar, es hat nur keiner gewusst vorher, weil es nämlich so schön geheim gehalten worden ist. Das ist heutzutage allerdings schwerer geworden. Inzwischen liegen sicher mehr Schweinereien ans Tageslicht als früher. Was auch unsichtbar ist, weitreichend, also fast komplett, ist das ganze Thema Lobbyismus im Parlament. Oder sagen wir mal lieber Lobbyismus auf das Gesetzgebungsverfahren. Und das muss ich deshalb so anders formulieren, weil Gesetze heute zu einem großen Teil überhaupt nicht mehr von der Legislative, der eigentlich gesetzschreibenden Macht, geschrieben werden. Die entstehen in der sogenannten Ministerialbürokratie,
in irgendwelchen Referenten, Hinterzimmern der Ministerien. Und wer dort beteiligt ist, das weiß man überhaupt nicht. Nicht, dass wir besonders viel wissen über das Parlament, aber wenigstens ist das Parlament dafür gewählt worden, das zu tun, während die Ministerialbürokratie kein Schwein gewählt hat und trotzdem machen sie Gesetze. Und was wir brauchen, ist eine Transparenz über alle Einflüsse, die in so einen gesetzgebenden Prozess einfließen. Und wenn Gesetze geschrieben werden, wo sie nicht geschrieben werden sollen, dann müssen diese Transparenzanforderungen auch dort gelten, logischerweise. Sauberer wäre natürlich, eine Trennung zu haben von diesen beiden Sphären. Aber das mit der Trennung, das nehmen wir sowieso nicht so genau. Die Legislative soll ja eigentlich die Exekutive, Regierung und Verwaltung auch kontrollieren, also Aufträge erteilen und kontrollieren, wie die erfüllt werden. Aber wenn man mal allein unser aktuelles Kabinett anguckt, von 16 Ministern und Ministerinnen und einer Kanzlerin sind 14 auch Abgeordnete im Bundestag. Und damit man nichts durcheinander bringt, unsere Kanzlerin zum Beispiel deklariert unter Nebeneinkünfte ihr Kanzlerinnengehalt. Das heißt, ihr Nebenjob ist der Kanzlerinnenjob. Wir haben eine Kanzlerin in Teilzeit. Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist. Eigentlich ein relativ verantwortungsvoller Job und da nebenbei sowas ebenfalls Verantwortungsvolles wie Bundestagsabgeordneter mal so zu machen, finde ich bedenklich. Davon abgesehen kommt es mir so vor, Legislative und Exekutive in Personalunion zu sein, das ist wie Aufsichtsrat und Vorstand. Wer soll denn da supervisen und wen? Wer soll wen kontrollieren und kritisieren? Das geht doch überhaupt nicht. Das ist das Erste, was man tun müsste, das wieder sauber voneinander zu trennen. Dann hätten wir auch so komische Entwicklungen, vielleicht seltener, wie Politiker, die sich so im Drehtüreffekt eine zukünftige Karriere schaffen, während sie noch im Amt sind. Ist es denn Zufall, dass ein Gerhard Schröder im Amt einen Vertrag über eine Gazprom-Gaspipeline unterschreibt und kaum ist er raus aus dem Amt Aufsichtsratsmitglied wird von dem Tochterunternehmen der Gazprom, das diese Pipeline baut? Ist es Zufall, dass ein Otto Schily Biometrie als Innenminister europaweit überall unterstützt, dass biometrische Merkmale in Ausweisdokumente kommen sollen und es dann Aufsichtsrat in zwei Unternehmen, die solche Biometrie in Personaldokumenten verkaufen? Das ist doch pervers. Woher soll ich denn wissen, ob die Entscheidungen vorher nicht zufällig mit den späteren Einnahmemöglichkeiten für diese Politiker zu tun haben? Da muss es doch wenigstens eine Schamgrenze und eine Karenzzeit geben zwischen dem, was man politisch tut und dem, was man nach dem Amt zu tun gedenkt, damit es sauber ist. Darauf hat mit hoher Sicherheit, also ich will jetzt keinen beschuldigen, vielleicht war es ja auch ein ganz zufälliger Zufall, aber ich habe so meine Zweifel, um das beurteilen zu können. Und die Beurteilung kann ja nur jeder subjektiv für sich selber treffen, ob er das anbrüchig findet oder nicht. Aber dazu muss ich es wissen. Und ich würde im Nachhinein sehr gerne wissen, wie oft Herr Schröder die Gazprom-Leute getroffen hat und was da Thema war. Das wissen wir aber heute nicht. Es gibt ein Lobbyregister im Bundestag, das ist 500 Seiten stark. Da drin stehen aber nur Adressen von irgendwelchen Verbänden in Deutschland. Zum Beispiel Bitkom, ITK, Industrieverband mit Adresse und irgendwelchen Zweigstellen, keine Ahnung. Das ist nicht der hauptsächliche Lobbyismus. Da ist kein einziger Name und keine Adresse drin vom Lobbyisten für irgendein einzelnes Unternehmen. Das ist aber das, wo ein Großteil des Lobbyismus stattfindet. Die IT-Firmen zum Beispiel, die Hewlett-Packards und Googles und Microsofts und wie sie alle heißen, die haben alle Lobbyisten, ganze Abteilungen, die nichts anderes tun als das. Keiner von denen steht in diesem Register. Und schon gar nicht steht an irgendeiner Stelle, wer wen wann und zu welchem Thema getroffen hat. Und wenn man das abwegig findet, dass solche Informationen öffentlich werden, in England gibt es das. Unter whoislobbying.com kann ich gucken, welcher Minister wen zu welchem Thema getroffen hat. Ich kann sogar sortieren, welche Minister haben die meisten Lobbyisten getroffen. Oder welcher Lobbyist hat die meisten Minister getroffen, kann ich auch angucken. Ich kann auch gucken, ob die sich zum Thema getroffen haben, das überhaupt das Fachgebiet des Ministers ist oder zufällig ein anderes, das ihn eigentlich gar nicht angeht. Das alles kann ich in England sehen. Warum kann ich das bei uns nicht? Das sind also Sachen, die müsste man dringend verändern, um da ein bisschen mehr Einblick darin zu haben, ob das Parlament so arbeitet, wie wir uns das vorstellen. Wir glauben aber auch, dass alles Wissen, das mit öffentlichen Geldern entsteht, öffentlich zu sein hat, weil wir haben doch dafür bezahlt. Zu diesem Wissen gehört auch das, was die Experten und Wissenschaftler im wissenschaftlichen Dienst des Bundestages erarbeiten.
Das sind jede Menge tagesaktuelle Gutachten zu politischen Fragen, die benutzt werden von Abgeordneten, um sich besser eine Meinung, eine Sachkompetenz zu irgendeinem Thema bilden zu können. Das ist großartig, dass es sowas gibt. Da ist jeder Euro gut investiert. Aber mit welcher Begründung dürfen wir diese Erkenntnisse nicht erfahren? Wenn das unsere Abgeordneten haben, warum denn nicht wir? Wieso wird durch ein Informationsgefälle ein Machtgefälle erzeugt? Ist nicht nachvollziehbar. Das Parlament hat 2006 das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz erlassen, nachdem alle Informationen der Verwaltung, wenn sie nicht personenbezogen sind oder besondere Geheimnisse betreffen, von jedem Menschen in Deutschland angefragt werden können, wenn es um irgendeine Bundesebene geht. Den Rest regeln Informationsfreiheitsgesetze auf Landesebene und 5 Bundesländer haben immer noch keins. Da hängt es also ein bisschen vom Wohnort ab. Aber auf der Bundesebene gibt es das Gesetz seit 2006 verabschiedet vom Bundestag. In Bayern haben wir das auch. Eben wie jener, ja, schlimm genug, Piraten wählen. Eben jener Bundestag ist lustigerweise der Überzeugung, dass es für den Bundestag nicht gilt. Komisch, oder? Also der wissenschaftliche Dienst ist davon theoretisch ausgenommen. Es gibt dort mehrere Verfahren, die anhängig sind. Eine Entscheidung in der obersten Instanz von einem Verfahren, das seit über 2 Jahren läuft, wird jetzt zum 13. November erwartet. Und danach können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass jedes Gutachten, das im wissenschaftlichen Dienst des Bundestags erstellt wird, tatsächlich öffentlich zu machen ist. Aber man hat sich gewehrt im Bundestag bis zur letzten Instanz, um das zu tun. Wofür wir auch die Transparenz brauchen, ist, um festzustellen, warum Abgeordnete so abstimmen, wie sie abstimmen. Und ein Grund, warum sie das oft in Herden tun, ist der sogenannte Fraktionszwang, den es eigentlich gar nicht gibt. Der ist nämlich auch in der Verfassung verboten. Deswegen wird er auch nicht so genannt im Parlament, sondern nur in Schlagzeilen von Zeitungen. Die schreiben natürlich Fraktionszwang, CSU-Frauen gegen die Quote oder für die Quote, je nachdem. Da wird dann das so geschrieben, aber eigentlich heißt es ja Fraktionsdisziplin. Fraktionsdisziplin ist ja erlaubt. Es steht in der CDU-CSU-Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages drin, dass eine geplante abweichende Abstimmungsabsicht bis zum Vortag 17 Uhr beim Fraktionsgeschäftsführer anzumelden ist. So viel zu Fraktionszwang gibt es nicht, weil man soll das ja nur anmelden, damit er mit den Schultern zuckt und sagt, ja, ist schon klar, stimme mal gegen uns. Das sind subtile Mechanismen, die sehr effektiv funktionieren. Wer 2-3 Mal dagegen stimmt, es gibt ja immer wieder Abweichler in sämtlichen Reihen, der ist dann halt weg vom Fenster. Wird nie wieder aufgestellt, kommt nicht mehr auf die Rednerliste, darf nichts mehr sagen und ist kaltgestellt und politisch tot. Das führt dazu, dass wir neben der bekannten Ochsentour über den Fraktionszwang auch einen Selektionsmechanismus haben, bei dem sich die anpassungsfähigsten Individuen herausmändeln. Am Ende bleibt also eine politische Fraktion pro Partei übrig, die maximal angepasst ist und minimal Rückgrat hat. Genau die Art Volksvertreter, die wir uns wünschen. Aber jetzt lang genug vom Parlament geredet. Gläserner Staat muss auch gläserne Verwaltung meinen. Und Parlament ist ja nur so das vordere Ende, ein größeres, breiteres Ende, bis ins letzte Dorf hinein ist ja die Verwaltung. Und da passiert jede Menge an Dingen, die Menschen sehr direkt betreffen. Egal, ob da Bahnhöfe hoch oder runter gelegt werden oder irgendwelche Kabel über der Luft oder unter der Erde verlegt werden sollen. Das sind ja viele Dinge, die Menschen sehr bewegen, weil sie in ihrem unmittelbaren Umfeld stattfinden. An vielen dieser Dinge werden wir überhaupt nicht beteiligt. Und wenn man versucht, uns zu beteiligen oder ich sag mal lieber so tut, als würde man uns beteiligen, dann geschieht das auch meistens mit einem Informationsgefälle, das uns die Möglichkeit gibt, uns wirklich fundiert und gut informiert an irgendetwas zu beteiligen. Da sind, ich nehme mal ein ganz weit weg Beispiel von hier, die feste Fehmarnquerung im höchsten Norden Richtung Dänemark. Das ist ein Großprojekt, das hat ein aktuell geschätztes Projektvolumen, vermutlich wird es doppelt oder dreimal so groß, wenn es wirklich gebaut wird, aber geschätzt ist es 5,5 Milliarden Euro. Für Bürgerbeteiligung sind im Jahr von Seiten der Investoren 50.000 Euro geplant. Das ist ein Projektanteil von 0,401. Damit kann man nichts machen. Das reicht vielleicht für ein paar Mal einen Raum gemietet und 50 Leute in den Raum gesetzt, aber damit kann zum Beispiel keine Bürgerinitiative vor Ort gute Gutachten beauftragen.
Und damit habe ich einen Vergleich von Industrie auf der einen Seite mit gigantischem Budget und Volumina, die Vollzeitanwälte haben, Vollzeitfachexperten, die Vollzeit bezahlt werden dafür, dass sie nichts anderes tun, als irgendwelche Argumente zu finden für irgendein bestimmtes Ding, was sie durchsetzen wollen. Demgegenüber stehen Anwohner, die im Hauptberuf vielleicht Schlosser sind oder Friseurin oder Lehrerin oder weiß ich nicht, irgendwas, hauptberuflich, aber wahrscheinlich nicht Jurist, mit Spezialgebiet Fehmarnquerung. Also das ist sowieso ein extremes Machtgefälle. Die einen kannst nur in der Freizeit ohne die Fachkompetenz und die anderen Vollzeit hochbezahlt mit Spezialwissen. Man muss also, will man Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe haben, und das ist die einzig sinnvolle Bürgerbeteiligung überhaupt, muss man für einen Ausgleich dieses Gefälles sorgen. Und dazu gehört alle Informationen, die der Staat hat, auf den Tisch, wenigstens alle Gutachten offenlegen, dann kann man sie nämlich auch ins Netz stellen und Menschen mit viel Kompetenz und ein bisschen mehr Zeit können auch drauf gucken. Und man muss versuchen, Budgets bereitzustellen, zum Beispiel Gutachterbudgets, die dann irgendwelche Bürgerinitiativen selber unabhängig vergeben können an Gutachter ihrer Wahl, ohne dass sie alle ihre Sparbüchsen zerschlagen müssen dafür, weil das wird nicht ausreichen, um dieses Machtgefälle zu verändern. Aber wichtig ist, dass der Staat alles, was er hat, schon mal von alleine offenlegt. Das findet im Moment auch überhaupt nicht statt. Dazu gehören auch Verträge, die geschlossen werden. Egal, ob das jetzt die Wasserverträge in Berlin sind oder irgendwelche anderen. Viele dieser Verträge sind geheim und es gibt keinen Grund dafür, dass das so ist. Da steht ja nicht die Coca-Cola-Formel drin oder so. Da geht es um Steuergeld und das ist wiederum unser Geld und es geht in der Regel um irgendwelche öffentlichen Dienstleistungen, die durch Dritte erbracht werden sollen. Egal, ob das die Knöllchenverteilung ist oder die Pflege von Straßen oder Reparatur von Laternen, das ist doch Dienstleistung für uns, bis hin zum öffentlichen Krankenhaus oder zur öffentlichen Kita. Dann will ich auch wissen, was im Vertrag drinsteht, welche Konditionen, wer das leistet und für wie viel Geld. Auch das geht in anderen Ländern. In England ist jeder Vertrag über Steuergeldausgabe, der 10.000 Pfund überschreitet, im Netz einsehbar. Mit einer sehr einfachen Suchmaske, da kann ich nach Monat suchen, nach Art der Dienstleistung suchen, ich kann auch nach Firma suchen, hat die Firma X von der Verwaltung Y jemals Geld gekriegt, wenn ja, wofür, wie viel und wann, das kann ich da sehen. Es geht, bei uns geht's nicht. Müsste man ändern. Wir wollen, dass man aus der Hohlschuld von Bürgern, die im Moment für alles, was sie wissen wollen, Anträge stellen müssen, wenn sie das Glück haben, Bayern hat es leider nicht, ein Informationsfreiheitsgesetz im eigenen Land zu haben. Wenn sie das nicht haben, können sie nicht mal einen Antrag stellen. Aber selbst wenn sie einen Antrag stellen können, im Moment wird ungefähr jede zweite Anfrage überhaupt mit Information beantwortet in Deutschland. Für die anderen ungefähr 50% gibt es jede Menge fadenscheinige Ausreden. Oder es wird gleich abgeschreckt, indem geschrieben wird, wir können den Aufwand nicht abschätzen, er könnte in Euro zwischen 15 und 500 Euro liegen, wollen Sie es immer noch wissen? Da haben manche Menschen Angst. Es gibt Anweisungen, die sind auch geleakt worden, kann man auf Zeit online nachlesen, da sind die alle drin, die Protokolle, wo sich die Ministerien ausgetauscht haben, über wie wimmelt man am besten IFG-Anfragen ab. Da steht drinne, wenn ein Journalist eine Anfrage stellt, sind alle Ausnahmetatbestände zu prüfen, um es möglichst abzulehnen. Wie gaga ist das denn? Das ist doch nicht Demokratie, wie wir sie eigentlich verstehen. Aber um dieses Problem zu verkleinern, braucht man einmal klarere Regeln und Sanktionen für die, die sich nicht dran halten. Wir brauchen aber auch eine Umkehrung dieser Antragspflicht in eine Bringschuld des Staates. Das nehme ich so wie bei den Verträgen. Alles von alleine direkt veröffentlicht wird, ohne dass irgendjemand darum betteln muss. Das hat Hamburg zum Beispiel hingekriegt über das Transparenzgesetz. Das ist eine Initiative, die wir zumindest überall, wo wir in den Landtagen schon drin sind, in 4 Bundesländern, ja auch versuchen, dort zu erreichen und was wir auch versuchen wollen, auf Bundesebene durchzusetzen. Teil dieses Transparenzgesetzes ist genau diese Umkehrung in eine Bringschuld des Staates für alle diese öffentlichen Informationen. Um es kurz zusammenzufassen, also ich hoffe, ein paar positive Aspekte von Transparenz im gläsernen Staat sind rübergekommen. Ich glaube, dass wir diese Transparenz brauchen, um Beteiligung auf Augenhöhe überhaupt haben zu können, weil es sonst gar nicht geht. Und eine Beteiligung ohne Augenhöhe ist keine Beteiligung. Es ist gleichzeitig aber auch eine sehr interessante Quelle für mehr Effizienz in der Verwaltung. Wenn wir zum Beispiel Transparenz hätten,
So wie bei jedes DHL-Paket, wo ich eine Nummer eingebe und sehe, ach, jetzt ist es an dem Punkt, jetzt ist es an dem Punkt. Hups, es ist im Auslieferungswagen, ich gehe jetzt besser nicht mehr aus dem Haus, weil kommt gleich. Sowas kann ich über Bauanträge nicht haben. Ja, warum nicht? Warum ist das da anders? Warum kann ich nicht eine Bauantragsnummer irgendwo eingeben und sehe, ja, jetzt liegt es in der Abteilung, jetzt ist es bei dem Beamten, dauert noch eine Woche, nächsten Freitag wird er genehmigt oder abgelehnt, kann mich drauf einstellen, Sekt kaufen oder bleiben lassen. Das gibt's nicht. Wenn es das aber gäbe, dann könnte ich diese Zahlen anonymisiert und aggregiert auch veröffentlichen. Und dann könnte man sich fragen, nicht nur als Bürger, sondern auch als Beamter, warum dauert bei uns ein Prozess 3 Monate, der in der Gemeinde nebenan nur 3 Wochen dauert? Wie machen die das denn, dass das so schnell geht, obwohl sie auch nicht mehr Leute haben? Zum Beispiel könnte eine Großstadt in Hessen, der ein Open-Data-Portal abgelehnt hat, mit der Begründung, es würde 800.000 Euro kosten für 2 Jahre, könnte ja mal die Stadt Rostock fragen, wie die das hingekriegt haben mit 3.500 Euro und 3 Mannmonaten eines studentischen Praktikanten. Wäre für diese hessische Großstadt doch eine gute Idee. Solche Transparenz kann also zu Effizienz, besserer Arbeit, mehr Service für uns und Ersparnis von Steuergeld führen. Wiesbaden. Hm? Ja, es war Wiesbaden. Du hast sie geleakt. Ja, na, ich denke, man muss ja auch mal hier das beim Namen nennen. Ja, dann nennen wir es beim Namen. Wiesbaden wird empfohlen, Rostock zu fragen, wie die das gemacht haben. Rostock antwortet auf solche Anfragen, die man an die E-Mail-Adresse des Open Data Portals schickt, übrigens innerhalb von 20 Minuten. I like Rostock, muss ich doch wissen. Andersen unter Haching. Unter Haching? Ist langsamer? Nein, Hansa ist in Unterhaching. Ah, okay. Okay. Unterhaching. Doch, das wäre Bayern. Dann ist hoffentlich auch klar geworden, dass wir mit mehr Transparenz, also dem gläsernen Staat, auch ein machtvolles Mittel gegen Amtsmissbrauch und Korruption hätten. Weil sich ja schwarze Schafe nur im Dunkeln verstecken können, also treiben sie sich auch eher darum. In dem Moment, wo ich die ausgeleuchtete Arena habe, traut sich da kein schwarzes Schaf mehr rein, weil man es ja sofort sieht. Das heißt, man wird dort ganz viele von ganz alleine los, ohne dass man was machen muss, schlicht durch mehr Licht. Wenn wir jetzt aber die Schleife nochmal zurück zu unserem ersten Thema schließen wollen, auch da wäre Transparenz ein Schutz gewesen und kann rückwirkend den Schutz wiederherstellen, wenn wir besser wissen würden, was die Geheimdienste da eigentlich machen. Was die haben an Daten, warum sie sie haben, was sie damit machen, für wen sie sie haben und wie sie eigentlich mit den Regelungen umgehen, die in unserem Grundgesetz drinstehen. Da steht nämlich zum Beispiel drin, dass Daten von Menschen an ausländische Geheimdienste nur gegeben werden, wenn 4 oder 5 Kriterien erfüllt sind. Ich kenne die jetzt nicht mehr alle auswendig, aber ich kann sagen, die 500 Millionen E-Mails, die der BND weitergegeben hat, von denen er sagt, die sind aus Afghanistan, die widersprechen gegen alle diese 4 Kriterien. Das ist eine Sache, da könnte mehr Transparenz auch helfen, unsere demokratischen Grundrechte wieder zu verteidigen und wieder in Kraft zu setzen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir mehr Transparenz haben über die Arbeit unserer parlamentarischen Kontrollkommission, das parlamentarische Kontrollgremium. Ich hatte das tatsächlich ausgesprochene Vergnügen, ein vieljähriges Mitglied dieses Gremiums vor kurzem zu sprechen, der mir mal erzählt hat, wie die da eigentlich arbeiten. Das sind 11 Mitglieder, ist schon nicht so besonders viel, die sich genau so zusammensetzen, wie die Kräfteverteilung im Bundestag ist. Also sprich, Regierungskoalition hat immer die Mehrheit. Dieses parlamentarische Kontrollgremium hat wider Erwarten sehr viele Befugnisse. Es darf unangemeldet bei Geheimdiensten auftauchen, es darf alle Akten einsehen, da kann kein Geheimdienst sagen, ist geheim, das parlamentarische Kontrollgremium dürfte immer überall reingucken. Es darf sogar Sachverständige hinzuziehen und sagen, lieber Sachverständige, ich raff das nicht mehr, guck du mal in diese Akten und bilde dir eine Meinung. Und sie dürfen sogar das Ganze öffentlich machen, wenn sie der Meinung sind, es liegt ein Gesetzesverstoß vor, obwohl sie sonst nichts sagen dürfen über ihre Arbeit. Alles das darf heute dieses Gremium. Und wenn sich jetzt alle Menschen fragen, ja warum on earth tun die das nie, besuchen nie unangemeldet, gucken nie in Akten, nehmen keine Sachverständigen, dann ist die Erklärung ganz einfach. Dieses Kontrollgremium würde damit ein Versagen entlarven, das immer auf die aktuelle Regierungskoalition zurückfällt.
Und die haben ja die Mehrheit in diesem Gremium. Und jede dieser Aktivität darf nur gemacht werden, wenn eine Mehrheit des Gremiums dafür stimmt. Und wundersamerweise gab es niemals eine Mehrheit für so eine Aktion. Was für ein beklopptes Gremium ist das denn? Das ist doch kein Kontrollgremium, das ist ein Verarschgremium. Naja. Und das Erste, was man da ändern müsste, bin jetzt so gut wie fertig, wäre, dass man unabhängige Leute, die nicht diesem politischen Zwang unterliegen, dort reinsetzt. Zum Beispiel 50% unabhängige Richter, denen kein Mensch was vorschreiben kann. Plus Vertreter der Zivilgesellschaft. Warum sollen da nur Parlamentarier drin sitzen? Ich fühle mich von Transparency International Vertretern dort besser vertreten. Sollen die doch auch da rein? Das sind Sachen, wie man tatsächlich mehr Transparenz kriegen kann, wo ich glaube, dass wir unsere Demokratie auch noch retten können. Punkt. Ja. Okay. Auch wenn das ja eigentlich ein super Schlusswort war, vielleicht nur noch eine Anmerkung von meiner Seite. Das Problem eigentlich auf beiden dieser, bei beiden Feldern ist das Selbstverständnis des Staates und auf der anderen Seite unser Selbstverständnis als der Souverän in diesem Land. All das könnte überhaupt nicht möglich sein, wenn der Staat verstehen würde, dass er nicht für sich existiert, sondern für uns. Dass alles das, was der Staat leistet, im Sinne der Bevölkerung sein muss. Und zwar nicht im Sinne eines kleinen Teils dieser Bevölkerung, sondern für die Mehrheit dieser Bevölkerung. Auch unabhängig davon, ob wir die Parteien, die in der Regierung sind, zum Beispiel alle gewählt haben. Das dürfte alles, ob wir die Zielgruppe innerhalb, die Bevölkerungsschicht oder Klasse oder wie auch immer man das nennen möchte, sind, die repräsentiert werden von den Parteien in dieser Regierung. Und ich glaube, dass wir gerade an einem Punkt sind, wo wir dieses Problem mit dem Selbstverständnis haben. Dass der Staat um des Staates willen regiert, der regiert über uns und nicht für uns. Und genauso arbeiten Geheimdienste nicht für uns und vertreten unsere Interessen, sondern sie vertreten ihre eigenen Interessen und vielleicht die Interessen eines politischen Systems, das sich auch selbstständig gemacht hat. Und da sind wir am Kern dieses ganzen Themas. Und das eine wirkt sich so aus, und das also in Form von Überwachung. Und das andere könnte man eigentlich in eine andere Richtung bringen, wenn man sich eben etwas mehr öffnet oder den Staat dazu zwingt, sich zu öffnen. Mir fällt noch ein Nachtrag ein, den dieser jetzt noch Abgeordnete, das ist Wolfgang Neskowitz, falls es einer wissen will, der war auch Bundesrichter und der hat mich mal daran erinnert, was ich ganz vergessen hatte, wie und warum das Grundgesetz eigentlich entstanden ist und was die Mütter und Väter des Grundgesetzes sich ursprünglich gedacht haben. Die haben das ja bekanntlich 1949 geschrieben, gemeinsam. Noch unter einem sehr, sehr intensiven Eindruck der Geschichte, die wir da gerade erst hinter uns gebracht hatten. Aus dieser Geschichte und dem unmittelbaren Bewusstsein der Geschichte heraus hat man dieses Grundgesetz geschrieben als Selbstverteidigungsgesetz höchsten Ranges für die Bevölkerung gegen einen Staat. Der voraussetzt, also das Selbstverständnis dieser Verfassung ist, der Staat neigt zum Missbrauch seiner Macht. Ohne diese Grundannahme, dass der Staat seine Macht missbrauchen kann und das tun könnte und tun wird, wäre ein Grundgesetz überflüssig. Das gibt es nur auf Basis dieser Annahme. Wir leben aber im Moment in einer Gesellschaft, wo das genau umgekehrt ist, wo der Staat eine Grundannahme des Missbrauchs gegenüber allen Bürgern hat. Und wir alle potenzielle Terroristen, Geldwäscher, Kinderschänder, was weiß ich noch alles sind. Jeder Hartz-IV-Empfänger ist im Prinzip Betrüger und Sozialschmarotzer, weshalb man da Menschen hinschicken muss, die Zahnbürsten zählen und sie dazu zwingt, dass sie sich nackig machen bis aufs Letzte, Kontoauszüge von 3 Monaten offenlegen und was noch alles. Das ist ja auch gläserner Bürger auf eine andere Art, ist auch eine Art von Eindringen in die Privatsphäre, die wir eigentlich nicht wollen. Entschuldigung, ich muss ja sagen, das Finanzamt betrügt auch. Ich habe es selbst erlebt. Das Finanzamt macht Steuerbetrug. Und ich habe mich mit einem Steuerberater unterhalten, der mir gesagt hat, wenn jemand 2000 Euro Steuern zurückkriegen soll, so zahlt die ihm nur 1900, weil wegen 100 Euro streitet niemand. Das ist Taktik des Finanzamtes. Und ich habe es erlebt,
Ich habe eine Einkommensteuererklärung gemacht. Daraufhin habe ich eine Rechnung gekriegt über 1000 D-Mark und eine Nachzahlung, monatliche Vorauszahlung von 100 D-Mark. Ein Freund von mir hat dann die Einkommensteuererklärung gemacht und da kam Folgendes dabei raus: Der Finanzamt musste mir 13.000 Mark zahlen. Also das zeigt auch, dass Intransparenz ungerecht ist, denn nichts ist intransparenter als die Steuergesetzgebung in Deutschland. Und eine Steuerberaterin hat mir dann später erzählt, dass ihr das selbst passiert ist, weil sie hat nämlich nicht angegeben, dass sie Steuerberaterin ist. Da hat man dasselbe Spiel, wie man mit mir gemacht hat, auch gemacht. Also das Finanzamt, das Finanzamt kann nicht erwarten, dass die Bürger steuerehrlich sind, wenn sie selber nicht sind. Tja, vielleicht schließen die zu sehr von sich auf andere. Aber gibt es denn, ansonsten glaube ich, wären wir durch, was denn, was unseren Teil angeht. Gibt es noch Fragen oder Diskussionsbeiträge? Genau. Ja, nochmal zur Überwachungsproblematik durch die NSA. Also wir sind ja momentan, glaube ich, sind wir uns einig, dass wir noch in der Phase sind, wo wir erstmal unsere Mitbürger bis hoch zum Innenminister überzeugen müssen, dass es da überhaupt Probleme gibt. Ja. Piratenfilm ist sicher eine gute Lösung, aber für dieses erste Problem. Ein kleiner Baustein. So, genau. Ein weiterer Baustein klang ja vorhin auch schon an, alternative Suchmaschinen benutzen, die nicht speichern. Aber da, ja, das ist jetzt meine Frage, was ist denn eigentlich die wirkliche Lösung, wenn wir uns einmal des Problems bewusst geworden sind, weil die NSA wird ja nicht verschwinden. Vielleicht ist unser Innenminister ja auch deshalb nur so abwehrend in der Frage, weil er, wenn er es zugeben würde, auch zugeben müsste, dass er nichts dagegen tun kann. Also ich möchte mir das Unglück vorstellen, was passieren muss, damit alle meine Freunde sagen, oh, Google benutzt sich nicht mehr, das ist gefährlich. Das wäre auch ganz schön. Das wäre total schlecht, wenn die das nicht mehr machen. Also das ist die größte Gefahr bei dieser Sache, ist, dass wir alle anfangen, uns jetzt zurückzuziehen aus einer Technologie, die eigentlich was immens Positives für uns bedeuten kann. Und wir müssen überlegen, wie wir die dahin entwickeln. Also aus meiner Sicht sind das zwei Antworten auf diese Frage, was dann mittelfristig eigentlich das ist, was passieren muss. Das erste ist eine reine Frage von Verbraucherschutz, und zwar von einem zeitgemäßen Verbraucherschutz. Wenn ich heute meinen Führerschein mache und mir ein Auto kaufe irgendwo, das TÜV hat, ja, oder zugelassen ist für deutsche Straßen so, und dann damit auf die Autobahn fahre, dann kann ich davon ausgehen, dass auf der Autobahn ganz viele andere unterwegs sind, die auch ein zugelassenes Auto haben, die auch einen Führerschein haben. Ja? Und ich sag mal, das Risiko dafür, dass ich mitten auf der Autobahn feststelle, dass da ein Schleudersitz im Auto verbaut ist, der mich bei 180 auf die Gegenfahrbahn schießt oder so, das ist extrem gering. Ja? So, bei meinem Handy, was jetzt genauso ein technisches Alltagsgerät ist wie ein Auto, habe ich diese Form von Technikfolgenabschätzung, ja, ist dieses ganz wichtige Wort, das in den nächsten Jahren extrem relevant sein wird. Diese Technikfolgenabschätzung kann ich überhaupt nicht machen. Da gibt es auch überhaupt keinen Dritten. Es gibt ja nicht mal jetzt eine Art TÜV, wie auch immer, der dann gestrickt sein sollte, ja, der unabhängig da drauf guckt. Es gibt niemanden außer Apple, die wissen, was dieses Telefon genau macht. Und das ist für mich, ich glaube, wir brauchen mehr Druck Richtung offener Standards, Richtung unabhängiger Überprüfung von diesen Standards, von den Implementierungen. Wir bräuchten viel mehr Ruhe bei dieser Sache. Also auch wir als Verbraucher sollten nicht mehr erwarten, dass wir jedes halbe Jahr jetzt doch wieder ein neues Handy wollen mit noch 3 Megapixeln mehr und noch irgendwelchen neuen Features, sondern dass es doch viel wichtiger für uns wäre, dass wir Geräte bekommen, die ordentlich zu Ende entwickelt wurden, wo in der Entwicklungszeit mehr Ruhe drin war, so dass dann nicht Produkte rausfallen, die eigentlich noch nicht mal halb gar sind. Ja. Und auf der anderen Seite ist das eine Frage von Verbraucherschutz im Sinne davon, wie sehen denn die AGBs hierauf aus? Ich muss doch sowas wie ein Recht auf Einfachheit haben. Ja, das ist für mich das, was es da geht, dass ich keine AGBs habe mit 70 Seiten, auf denen hinten irgendwo steht, dass die meine Daten weitergeben, sondern es muss doch sowas wie eine Management Summary, nennt sich das ja immer, geben, wo auf einer Seite alles draufsteht, was wirklich relevant ist. Und wenn irgendeiner da was vergessen hat von diesem Kriterienkatalog, was man da auffüllen muss, dann muss das unter Strafe gestellt sein. Ja, jeder Versuch, mich da in irgendetwas reinzulocken, ja, wo man nachweisen kann, dass es in irgendeiner Art und Weise da was verschleiert wurde oder so. Sowas muss ganz stark sanktioniert werden. Und wir brauchen von daher irgendeine Art von modernem Verbraucherschutz. Und das Zweite, was wir brauchen, ist den politischen Willen.
Und ich glaube halt nicht, dass es so einfach ist zu sagen, die NSA wird nicht weggehen, von daher haben wir da keine Möglichkeiten. Als allererstes mal sollten wir alle möglichen Abkommen zum Austausch von Daten mit den Amerikanern mal aufkündigen. Ja, SWIFT wird ja gerade diskutiert. Was ist hier mit Passenger Name Records, diese ganze Geschichte zu Fluggastdaten? Was ist mit allen möglichen anderen Finanzdaten, die weitergegeben werden? Was ist mit irgendwelchen Wirtschaftsverhandlungen, die gerade anstehen? All das würde ich mal auf Eis legen. Denn die Frage ist doch, sind wir Freunde, Verbündete oder was auch immer oder nicht? Wenn wir das sind, dann müssen wir anscheinend eine ganz offene Debatte darüber miteinander führen, unter Freunden, ja, welche Rahmenbedingungen überhaupt für eine Freundschaft gegeben sein müssen, ja, oder ob wir nicht vielleicht nur so tun, als wären wir Freunde und uns uns trotzdem eigentlich gar nicht vertrauen und wir deswegen aggressiver und schlimmer spionieren als jemals zuvor. Und ich verstehe, dass man dazu tendiert, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Aber da geht es doch um was wirklich Grundlegendes, was diskutiert werden muss. Und da darf man keine Angst davor haben, einfach auch mal das Kind beim Namen zu nennen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir den Kopf in den Sand stecken, sondern das ist... das ist das, was die Politik macht. Ist es eine politische Lösung oder eine technische Lösung, die wir dann hinterher haben? Weil die politische Lösung würde letztendlich... Die NSA wird uns dann versprechen, sie tun es nicht. Aber in der digitalen Welt, also mit den Kabeln, mit den Ozeanen, ist es halt so... Ich bin nicht da und wir gucken, ob es irgendwo da ist. Ich kann natürlich sagen, es ist nicht da. Aber wobei die Ami-Perspektive ist wirklich nur eine Hälfte. Wenn wir es schaffen würden, das ganze Überwachungsthema aus Deutschland wenigstens rauszukriegen, da wären wir ja schon ganz weit. Und als nächsten Schritt Europa. Und also wir müssten zuerst anfangen, alle Überwachungsgesetze der letzten Jahre oder Jahrzehnte auf den Prüfstand zu stellen, nach Verhältnismäßigkeit zu überprüfen, ein Grundsatz auch der Verfassung, und zu gucken, was hat es überhaupt gebracht? Nutzen im Vergleich zu dem, was man da an Rechtsopfer erbracht hat. Es gibt zum Beispiel sehr viele ungesetzliche Nutzungen der Funkzellenabfrage, wo in Berlin ein Datenschützer, der Berliner Land Berlin Datenschützer, der hat sich das mal genauer angeguckt. Funkzellenabfragen, also Datenerhebungen über wer ist in einer Mobilfunkzelle, wer hat mit wem telefoniert, wie lange und wohin und so weiter. Das darf nur gemacht werden, wenn drei Gründe zutreffen, also einer von denen: Gefahr für Leib und Leben, Mord, Totschlag, Vergewaltigung, oder Gefahr für die Existenz Deutschlands oder Gefahr für die ganze Welt. Gemacht wurde es, ich nenne mal drei exemplarische Beispiele, davon gab es ganz viele in diesem Bericht. Einem Taxifahrer wurden 100 Euro geklaut. Ein Laubhaufen ist abgebrannt und hat am Auto, das daneben stand, einen Lackschaden von 100 Euro verursacht. Das ist Gefahr für Deutschland. Unbedingt. Dritter Fall, ein Taschendieb. Könnte eine Kettenreaktion werden. Ein Taschendieb hat einer Frau eine Handtasche geklaut. Leute haben es aber bemerkt, rumgeschrien, ihn verfolgt. Er hat sie weggeworfen, die Frau hat sie wiederbekommen. Es hat nichts gefehlt. Das sind nur drei von ganz vielen Beispielen, wo man in Berlin Funkzellenabfragen gemacht hat, die eigentlich diese extrem hohe Anforderung haben, damit man sie überhaupt machen darf. Und selbst wenn es um Mord und Totschlag geht, muss man sie sofort nach Auswertung vernichten, am gleichen Tag im Prinzip. Der Landesdatenschützer hat auch das überprüft. Nicht einmal in jedem 10. Fall hat man irgendwann die Daten gelöscht. Alle anderen 90% der Daten waren immer noch da. Und nicht nur, dass man hat bei jeder Brandstiftung von Auto, da gab es ja eine ganze Kette in Berlin, hat man immer Funkzellenabfragen gemacht. Genau null Brandstiftungen wurden irgendwie damit aufgeklärt. Genauso wie null Terroranschläge verhindert worden sind. Damals bei der Rasterfahndung, die inzwischen verboten ist, hat es genau null Ergebnisse gekriegt, obwohl man Millionen Daten ausgewertet hat. Man hat mehrere Millionen Daten bei den NSU-Morden erhoben, weil man ja dachte, die Opfer sind selber schuld, waren leider diese Daten aus diesem Umfeld. Das heißt, deren Grundrechte wurden gebrochen für genau null verhinderte NSU-Morde. Wir haben nämlich ganz oft die Tendenz zu glauben, möglichst viel Datenüberwachung, möglichst viele technische Algorithmen lösen möglichst viele Probleme. Und das ist totaler Bullshit. Normale Ermittlungsarbeit wird vernachlässigt und vergessen. Bei einigen dieser Brandstiftungen hat man nicht mal Zeugen vorher befragt, obwohl eine Zusatzanforderung laut Gesetz auch ist, es ist die Ultima Ratio.
als letztes Mittel, wenn alle anderen schon getan wurden. Man hat nicht mal einen Gutachter abgewartet, der festgestellt hat, oh, war gar keine Brandstiftung, war ein technisches Problem, ist von selber abgefackelt. Aber schon mal eine Funkzellenabfrage gemacht. So funktioniert es leider heute. Und wenn wir das aus Deutschland rauskriegen, dann können wir auch mit gutem Rückgrat zu NSA gehen und sagen, wir sind ein sauberer Staat, wir wollen nicht, dass du das gegen unsere Leute machst, wir machen es ja auch nicht. Wie will man denn das heute machen? Will man denen sagen, hier, ihr dürft keinen Wein mehr trinken, wir saufen uns jeden Tag blau, aber ihr nicht mehr. Das funktioniert genauso wenig, wie man will Quoten für die Privatwirtschaft, für Frauen, was ich total toll finde, wenn man aber in der Verwaltung selber nicht genug Frauen drin hat. Man kann nicht das eine von den einen fordern und das selber nicht machen. Und deswegen wäre ich eigentlich dafür, dass wir erstmal bei uns selber sauber machen, bevor wir dann das viel, viel schwierigere Problem lösen, der NSA zu sagen, dass sie sich da fernhalten soll. Die Frage ist doch nicht, dass es so ist, sondern die Frage ist doch, warum es so ist. Was, die Frage, warum passiert das alles? Weshalb werden wir verdächtigt, weshalb wird dagegen nichts unternommen? Das ist doch die Frage eigentlich. Naja, wir haben versucht, nach unserem Wissen sie zu beantworten. Ich gebe zu, die Antwort ist nicht befriedigend, weil ich mich die Frage auch jeden Tag noch immer frage. Aber also, warum wird es getan? Da gibt es für mich drei Antworten, nämlich Machterhalt, Wirtschaftsspionage und politische Vorteile. Mangelnde Kontrolle durch die Bürger. Das ist Machterhalt. Das ist aber die mangelnde Kontrolle durch die Bürger. das ist richtig. Durch die Bürger. Aber da schließt ja Ihre zweite Frage an. Warum regen die Bürger sich so wenig auf? Und das weiß ich auch nicht so genau. Das ist ehrlich zu satt. Ich gehe mal davon aus, dass ich beschäftige mich auch mit Geschichte und ich denke, das hat einen historischen Hintergrund. Wir hatten die Bauernkriege. Wir hatten also verschiedene Aufstände, die niedergeschlagen wurden. Und die Bürger haben einfach Angst. Ja, aber historisch gibt es alle 40 Jahre große Aufstände. Und 68 ist ziemlich genau gute 40 Jahre hier. Ja gut, ich meine, ich finde, die Zeit ist reif. Was man da mit uns gemacht hat. Vielleicht zählt ja 89 schon als letzter Aufstand. Da müssen wir noch ein bisschen länger warten. Also wir sind kriminalisiert worden, nicht? Wir sind ja diese bösen Linken und die sind ja kriminell. Daraus sind aber auch Kriminalisten geworden. Ich hatte damals immer den Eindruck, dass Adolf Hitler ein Linker gewesen sein muss. Also so wie unsere Verwaltung und wie unsere Regierung reagiert hat, muss Adolf Hitler ein Linker gewesen sein, glaube, denn sonst hätte man diese Verfolgung niemals durchgezogen, in der Form. Entschuldigt, wenn ich das so mal extrem übersteigert habe. Lass es mal unkommentiert stehen. Hitler-Vergleiche führen immer sehr weit. Und meistens wird es dann kompliziert. Gibt es noch eine Frage oder einen Diskussionsbedarf oder einen Debattenbeitrag? Sonst würden wir es nämlich auch. Ja, wir haben viel gesendet heute. Sagen wir erstmal vielen Dank. Und wir sind ja noch ein bisschen hier. Wenn jemand noch sich unterhalten möchte oder so, dann laufen wir noch nicht weg. Genau. Dann. Ja, danke schön.